So, guten Abend, herzlich willkommen zur Spielrunde von City of Angels. Ein Kriminalspiel, was wir euch jetzt hier die nächsten 60, 70, 80, 90 Minuten zeigen wollen. Ein ganz, ganz spannendes Projekt, was in Kürze bei uns erscheinen wird. Es geht hier darum, Fälle in Los Angeles in den 40er Jahren zu lösen. Im Spiel gibt es insgesamt 9 Fälle. Wir werden heute Abend den ersten spielen. Falls ihr Lust habt, das Spiel später auch auszuprobieren, verpasst ihr oder spoilert ihr euch noch nicht, denn dieser erste Fall dient wirklich nur zum Erlernen der Regeln. Dazu werde ich im späteren Verlauf des Abends auch noch mal was sagen. Bevor ich erkläre, worum es heute geht, haben wir einen kleinen Trailer für euch vorbereitet und viel Spaß damit. In Los Angeles geht kaum ein Tag rum, ohne dass jemand dran glauben muss. Gäbe ja auch keine Engel, wenn niemand sterben würde, oder? Das heißt natürlich nicht, dass in dieser Stadt nicht mal jemand ordentlich aufräumen könnte. Doch wer es in Los Angeles zu etwas bringen möchte, der muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. City of Angels spielt in den 1940er Jahren, in einem dunklen, von Verbrechen geplagten Los Angeles. Ihr seid die Ermittelnden im Morddezernat und tragt alle den Rang der Detectives. Doch anders als bei anderen Detektivspielen ist bei euch Teamwork keine Selbstverständlichkeit. Ihr seid ehrgeizig und werdet alles versuchen, den Fall erfolgreich abzuschließen. Auch wenn das bedeutet, dass ihr Verdächtige einschüchtern, Beweise verbergen oder ein Spitzel anheuern müsst, um eure eigenen Kollegen auszuspionieren. Einer von euch übernimmt die Rolle des Stichels und ist somit nicht direkt am Fall bzw. der Geschichte beteiligt. Der Stichel hat eine spielleitende Funktion und steuert, wie die verschiedenen Verdächtigen während des Falles auf euch im Verhör reagieren. Die wichtigste Aufgabe des Stichels ist es, dafür zu sorgen, dass alle Mitspielenden das Spielerlebnis genießen können. Mithilfe des adaptiven Antwortkartensystems, kurz AAK-System, wird der Stichel die Ermittelnden mit Blöffen, Manipulieren und offenem Lügen aufhalten und fehlleiten. In Los Angeles geht kaum ein Tag rum, ohne dass jemand dran glauben muss. Gäbe ja auch keine Engel, wenn niemand sterben würde, oder? Das heißt natürlich nicht, dass in dieser Stadt nicht mal jemand ordentlich aufräumen könnte. Doch wer es in Los Angeles zu etwas bringen möchte, der muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. City of Angels spielt in den 1940er Jahren, in einem dunklen, von Verbrechen geplagten Los Angeles. Ihr seid die Ermittelnden im Morddezernat und tragt alle den Rang der Detectives. Doch anders als bei anderen Detektivspielen ist bei euch Teamwork keine Selbstverständlichkeit. Ihr seid ehrgeizig und werdet alles versuchen, den Fall erfolgreich abzuschließen. Auch wenn das bedeutet, dass ihr Verdächtige einschüchtern, Beweise verbergen oder ein Spitzel anheuern müsst, um eure eigenen Kollegen auszuspionieren. Einer von euch übernimmt die Rolle des Stichels und ist somit nicht direkt am Fall bzw. der Geschichte beteiligt. Der Stichel hat eine spielleitende Funktion und steuert, wie die verschiedenen Verdächtigen während des Falles auf euch im Verhör reagieren. Die wichtigste Aufgabe des Stichels ist es, dafür zu sorgen, dass alle Mitspielenden das Spielerlebnis genießen können. Mithilfe des adaptiven Antwortkartensystems, kurz AAK-System, wird der Stichel die Ermittelnden mit Blöffen, Manipulieren und offenem Lügen aufhalten und fehlleiten. Als Ermittelnde könnt ihr Antworten, die ihr für eine Lüge haltet, anzweifeln. Das ist aber mit einem gewissen Risiko verbunden. Irrt ihr euch, erhält der Stichel ein Druckmittel gegen euch, was es euch schwieriger machen kann, den Fall zu lösen. Dieses Druckmittel kann in einem späteren Verhör eingesetzt werden, um die Aussage zu verweigern. Liegt ihr allerdings richtig, könnte dies der Durchbruch für die Lösung eures Falls bedeuten. Jeder Fall ist ein sorgfältig konstruiertes Rätsel und beginnt mit einer Einsatzbesprechung. Durch diese erfahrt ihr als Ermittelnde und als Stichel die Ausgangssituation eures Falles. Einsatzbesprechung. Eine gewisse Sally Food hat letzte Nacht unten am Horseshoe Pier, der ersten Adresse am Strand für Dealer und Junkies, eine Portion blaue Bohnen serviert gekriegt. Der Leichenbeschauer hat ihr das Metall aus dem Rücken gefriemelt. War wohl eine echte Überraschung für die Puppe. Eine Partie City of Angels besteht aus mehreren Runden. Das sind eure Tage. An jedem Tag kann jeder Ermittelnde 4 Aktionen durchführen, um die Ermittlungen voranzutreiben. Indem ihr Los Angeles auf den Kopf stellt, könnt ihr neue Beweise aufdecken und heißen Spuren folgen. So entwickelt sich der Fall auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Die Untersuchungsbögen helfen euch dabei, wichtige Informationen zu euren Verdächtigen, aber auch sonstige Ermittlungsfortschritte festzuhalten. Neben dieser klassischen Version, in der der Stichel gegen 2 bis 4 Detektive spielt, die wiederum gegeneinander antreten und ihre Informationen voreinander geheim halten, gibt es zusätzlich noch eine Solo-Version
und eine Duellversion. In der Solo-Version wird der Stichel durch ein Buch ersetzt, das die Antworten enthält, die die Verdächtigen bei einer Befragung geben. Auch hier sagen die Verdächtigen nicht immer sofort die Wahrheit. Auch wenn diese Variante Solo-Variante heißt, könnt ihr sie trotzdem mit bis zu 5 Spielern gemeinsam kooperativ spielen. Ihr steuert dann als Gruppe einen Ermittler. In der Duellversion spielt der Stichel gegen einen einzelnen Ermittelnden oder gegen bis zu 4 Ermittelnde, die miteinander kooperativ spielen und die Informationen untereinander teilen. Dank dieser 3 Versionen kann jede Gruppe die für sich passende Variante finden. City of Angels ist ein stimmungsvolles Detektivabenteuer mit 9 Fällen. Für 1 bis 5 abgebrühte Ermittelnde ab 16 Jahren. Die Fälle sind unterschiedlich schwierig und dauern daher von 30 bis 150 Minuten. Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de. So, ich hoffe, ihr habt einen ersten guten Eindruck vom Spiel bekommen und von den Spielregeln, die ich gleich nochmal im Detail auch erklären werde. Wir haben heute 3 Ermittler unter uns, die versuchen, diesen ersten Fall zu lösen, die ich jetzt einmal kurz vorstellen mag. Beginnen möchte ich bei Nadine. Und dann ist ebenfalls dabei der Daniel und der Esra. Diese 3 werden später jeweils einen Detective steuern, der sich hier durch Los Angeles bewegt und die Zeugen befragt, Tatorte durchsucht. Und die Farben ihrer Spielfiguren könnt ihr an ihren farbigen Rahmen erkennen. Ja, bevor wir mit dem Fall und der Regelerklärung beginnen, hören wir uns einmal die vollständige Einleitung an. Ihr habt gerade schon im Trailer das erste bisschen gehört. Jetzt einmal vollständig die komplette Falleinleitung. Blut auf dem Pier. Einsatzbesprechung. Eine gewisse Sally Food hat letzte Nacht unten am Horseshoe Pier, der ersten Adresse am Strand für Dealer und Junkies, eine Portion blaue Bohnen serviert gekriegt. Der Leichenbeschauer hat ihr das Metall aus dem Rücken gefriemelt. War wohl eine echte Überraschung für die Puppe. 2 Typen wurden gesehen, wie sie vom Pier weggerannt sind. Einer passt auf die Beschreibung von Reginald D. DiCaprio. Ich wette $20, der andere war sein Zwillingsbruder, Frank DiCaprio, auch bekannt als Dumb. Ah, die kennt man tatsächlich als Die und Dumb. Diese Zwillingsvögel schnüren sich sogar ihre Schuhe, nur auf Anweisung von Charlie Max, dem Shootingstar der hiesigen Mafia. Jack Dragner persönlich hat Max beauftragt, den Einfluss der Cosa Nostra auf Long Beach auszuweiten. Max kontrolliert jedes Gramm Stoff, das durch die Vororte im Südosten nach L.A. geschleust wird. Und seine 2 Lieblingsgorillas wurden am Pier gesehen. Also wird er wohl was zu Sallys Abgang zu sagen haben. Die Mafia-Typen unten in Long Beach sind nicht so hart wie die Brüder im Norden. Die liefern sich wahrscheinlich bei erster Gelegenheit gegenseitig ans Messer. Also siebt die Körnchen Wahrheit aus dem Mist, den sie euch erzählen, und kriegt raus, was gelaufen ist. Max wohnt quasi im Topsys Nachtclub. Und dann? Naja, vorhersehbarer als der geht nicht. Wenn er nicht gerade für Max irgendwem die Visage poliert, steht er an seinem Lieblings-Hotdog-Stand Ecke Hill und Washington. Der Hotdog, den er nicht in 3 Bissen runterschlingt, ist noch nicht erfunden. Aber Vorsicht, Dumm ist total debil und er hat eine Knarre bei sich. Was eine eher explosive Mischung ist. Wo sich dein Bruder D rumtreibt, wissen wir noch nicht. Aber er hat vor allem mit 2 Ladies was am Laufen. Angie Dusk am Redondo Boulevard und Janice Thompson draußen in Anaheim. Jede Wette, dass er sich gerade von einer der beiden bedienen lässt. Mit Kaffee oder sonst wie. Jetzt verpisst euch aus meinem Büro und zeigt, dass ihr die Eier habt für den Job. Ihr seid Detectives der LAPD-Mordkommission, also los! Geht's also heute herauszufinden, was da passiert ist? Wir spielen die Duellversion. Das heißt, unsere 3 Detectives werden zusammen versuchen, den Fall zu lösen, anders als im klassischen Modus, wo gegeneinander ermittelt wird. Und das hat den großen Vorteil, dass wir sämtliche Zeugenaussagen und Ergebnisse von Tatortdurchsuchungen laut vorlesen können, was man normalerweise nicht machen kann, da natürlich im kompetitiven Modus die anderen Detectives von den Ergebnissen nichts mitbekommen sollen. So habt ihr also die bessere Möglichkeit mitzubekommen, was hier vor sich geht. Wir haben, ihr müsst gleich einmal eine Spielreihenfolge festlegen, in der ihr agieren wollt. Wir werden 3 Tage spielen. Am Ende der 3 Tage müsst ihr eine Lösung des Falls präsentieren, indem ihr bekannt gebt, wer
der Täter oder die Täterin ist, was die Tatwaffe war und welches Motiv hier zu dem Tod geführt hat. An jedem der drei Tage ist jeder von euch einmal an der Reihe. Und wenn ihr an der Reihe seid, habt ihr vier Aktionen, die ihr ausführen dürft. Dafür haben unsere drei Spieler auch eine kleine Spielübersicht vor sich. Und ihr könnt die einmal hier im Großen sehen. Die vier Aktionen, die man durchführen kann, ist, man kann sich durch Los Angeles bewegen. Wie das im Detail funktioniert, erklären wir gleich, wenn das erste Mal passiert. Das wird gleich in den ersten Aktionen direkt der Fall sein. Man kann Zeugen verhören. Um Zeugen zu verhören, muss man natürlich an den Ort gehen, wo der Zeuge sich aktuell befindet. Dann kann man den aktuellen Standort durchsuchen. Das ist natürlich besonders praktisch, wenn man gerade an relevanten Orten ist, also zum Beispiel in der Wohnung eines Zeugen oder am Tatort. Aber wenn man möchte, kann man auch sämtliche andere Orte in Los Angeles durchsuchen. Und die letzte Möglichkeit ist, dass man die Zeugen durchsucht. Immer wenn ihr Zeugen verhört, wird es so sein, dass ich als Spielleiter, als Stichel auswähle, was der Zeuge euch antwortet. Dabei habe ich häufig mehrere Antwortmöglichkeiten und kann mich entscheiden, welche davon ich gebe. Es gibt immer eine Antwort, die ist für euch als Detectives bestmöglich. Die anderen Antworten versuchen ein bisschen die Wahrheit zu verschleiern und euch auf die falsche Spur zu führen. Ihr habt die Möglichkeit, nach jeder dieser Antwortmöglichkeiten, die ich euch gebe, nach jeder dieser Antwort, mich ein bisschen unter Druck zu setzen und zu sagen, nee, das war noch nicht alles, was der Zeuge hier zu sagen hat und wir wollen die ganze Wahrheit hören. Dazu habt ihr diese Druckmarker, das können wir vielleicht einmal auch im Großbild, das sind hier diese Hüte, 7 Stück, das heißt, das könnt ihr 7-mal machen und wenn ich tatsächlich nicht die bestmögliche Antwort für euch gegeben habe, dann muss ich das tun und ihr bekommt zusätzlich ein Druckmittel gegen diesen Zeugen und habt später irgendwann nochmal die Möglichkeit zu sagen, hier, wir wollen sofort die bestmögliche Antwort hören. Auf der anderen Seite, wenn ich euch bereits die bestmögliche Antwort gegeben habe und nichts zu verbergen hatte, dann bekomme ich dieses Druckmittel von euch und kann das später irgendwann einsetzen, um einmal die Aussage zu verweigern und euch nicht weiterzuhelfen. Wir haben hier auf dem Spielplan verschiedene Situationen, die wurden jetzt gerade in der Fallbesprechung, da werden die normalerweise aufgebaut, wurden die nicht genannt, einfach um nicht aus dem Thema rauszukommen. Wir haben einmal hier unten am Horseshoe Pier haben wir die Tote gefunden. Das ist hier die Nummer 99. Das könnt ihr euch daheim einmal auf eurem Plan markieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann haben wir Charlie Max. Charlie Max ist in Topsys Nachtclub. Das ist bei der 96. Muss ich mal gucken, ob ich die hier gerade auf dem Spielfeld irgendwo finde. Tue ich nicht. Die ist direkt in dem Bereich oder in der roten Grenze zur blauen Grenze. Ach da, sehr gut. Dann haben wir Damm und die. Damm ist an seinem Lieblings-Hotdog-Stand bei der 43. Ich schaue gerade einmal nach. Damm ist diese Person, die 43. Wo haben wir die? Die ist hier oben. Ja, und wo die ist, das wisst ihr leider noch nicht. Der ist untergetaucht und da müsst ihr erst herausfinden, wo sich die verstecken könnte. Ja. Ihr wisst aber auch, das wurde in der Einleitung ja gesagt, dass er mit zwei Ladies was am Laufen hat. Einmal Angie Dusk am Redondo Boulevard bei der 92 und mit Janice Thompson in Anaheim bei der 100. Vielleicht wissen die beiden Mädels da weiter und können euch sagen, wo sich die versteckt. So, wir fangen einfach mal mit dem ersten Tag von 3 Tagen an. Normalerweise ist es so, dass man 8, 9, 10 Tage spielt im richtigen Spiel, aber dieser erste Fall ist deutlich kürzer, um ein bisschen in die Regeln einzuführen und in das Spiel. Habt ihr euch bereits geeinigt, wer von euch beginnen mag? Ich würde sagen, fangen einfach von oben nach unten an, oder? Wer ist denn bei euch am obersten? Der Esra? Dann fängt der Esra an. Du Was kann bist ich machen? Die blaue Figur. Ich bin die grüne Figur. Ah, du bist die grüne Figur. Ich sehe die Farben nicht. Ach, jetzt sehe ich sie auch. So, du hast am Anfang die Möglichkeit, am allerersten Tag einmalig deinen Detective, deine Spielfigur, auf ein Polizeirevier in Los Angeles zu platzieren. Und das sind die blauen Orte auf dem Spielplan. Also hier in der Stadtmitte oder auch am Stadtrand. Und von dort aus kannst du dich dann weiter bewegen.
einmal bewegen ist immer eine Aktion. Du hast die Möglichkeit, dich innerhalb des Bezirks zu bewegen mit einer Aktion. Darfst dich aber nicht in die Nachbarbezirke bewegen. Es gibt aber viele Orte, die liegen jeweils an der Grenze von zwei Bezirken. Wenn man sich also dort hineinbewegt, kann man dann mit der nächsten Aktion auch im Nachbarbezirk weiterlaufen. Esra, hast du dir schon eine Startzahl überlegt, wo du loslegen möchtest? Natürlich. Ich werde in der 95 beginnen. Die 95, das ganz hier unten, direkt am Tatort. Wahrscheinlich eine clevere Entscheidung. Vor allem, weil auch alle anderen Aktionen dort oder in der Gegend passieren. Ja, außer natürlich hier die DiCaprio, der hat sich noch nicht gezeigt. Ja, du hast vier Aktionen. Sag mir einfach, was du machen möchtest. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stehe ich dir natürlich hier zur Verfügung und versuche weiterzuhelfen. Und da das im Chat jetzt schon ein paar Mal gefragt wurde, alle Einsatzbesprechungen, alle neuen Fälle wurden vertont, sowohl die Einsatzbesprechung im Vorfeld des Falls, als auch nach dem Fall die gesamte Auflösung. Und diese Audio-Files sind bei uns auf der Homepage verfügbar und die könnt ihr euch dort herunterladen. So. Ja, also ich will auf jeden Fall, als erstes müssen wir überhaupt mal wissen, was da passiert ist und um was es geht. Deswegen würde ich auf jeden Fall mal zur 99 gehen, zum Horseshoe Pier. Ja, das ist deine erste Aktion. Du hast vier Aktionen. Ich nehme einen deiner Aktionssteine weg, um das anzuzeigen und damit wir uns auch in drei Minuten noch daran erinnern können. Und da das hier im gleichen Bezirk ist, kannst du dich einfach zum Tatort begeben und damit ist ein Viertel des Tages für dich bereits gelaufen. Was möchtest du als nächstes machen? Dann würde ich gerne am Standort suchen als nächstes machen. Du möchtest die 99 durchsuchen. Okay, dann schaue ich mal. Ich habe hier verschiedene Karten. Auf diesen Karten wird angegeben, was durchsucht oder was beim Durchsuchen gefunden wurde. Und ich zeige das einmal, wie diese Karten aussehen. Auf der Vorderseite steht einfach drauf, was für ein Ort oder eine Person durchsucht wurde. Und auf der Rückseite steht, unterm Steg ist jetzt Ebbe. Also schaust du genauer hin und dir blitzt die Mündung einer kompakten Derringer entgegen, die tief im Sand steckt. Nimm Fallkarte E an dich. Das bedeutet, ich decke die jetzt hier auf. Im Normalfall, im kompetitiven Modus, würdest nur du die bekommen, weil du natürlich der Ermittler bist, der hier durchsucht hat. Ihr spielt aber zusammen, deswegen gibt es Fallkarte E für jeden. Und auf dem Derringer steht drauf, gefunden am Tatort, dem Horseshoe Pier 99. Ja, da ihr zusammenspielt, herzlichen Glückwunsch, habt ihr alle schon mal hier eine Waffe gefunden, was es wohl damit auf sich hat. Was ist deine dritte Aktion? Da ich schon da in der Gegend bin, würde ich doch einfach mal bei der 100 vorbeigehen. Und zwar Jimmy Thompson. Ja, du gehst zur 100, da ist aktuell keine Person. Und was? Na gut. Da ist wahrscheinlich die Janice Thompson ist da, genau. Ich habe nur keinen Aufsteller dafür, weil die wohnt da normalerweise. Ob sie da wirklich ist, wissen wir noch nicht. Ja. Ja, was möchtest du dort machen? Deine letzte Aktion für den Tag? Dann untersuche ich da auch die Gegend. Dann durchsuchst du da auch die Gegend. Ich schaue mal, was ich hier für eine Karte habe für dich. Ja, dafür gibt es auch eine Karte und da steht, Janice Thompson geht sofort hoch, als du die erwähnst. Der Drecksack hat mich mit Angie betrogen, dieser Nutte vom Redondo 92. Für euch eine wichtige Info. Mich betrogen. Können Sie sich das vorstellen? Kannst du. Ja, weißt du Bescheid? Kann ich mir bildlich vorstellen. Anders als jetzt bei den bisherigen Verdächtigen gibt es hier keine neue Fallkarte. Hier oben am Spielfeldrand haben wir insgesamt was sind das? 7 Fallkarten und das sind Personen, die ihr befragen könnt. Jetzt zu Janice Thompson gibt es keine Möglichkeit, sie weiter zu befragen, da es hier keine Fallkarte gibt. Es gibt eine Fallkarte zum Opfer. Das Opfer könnt ihr natürlich nicht persönlich befragen, das ist leider tot, aber ihr könnt die anderen über das Opfer befragen. Ja, und dann einmal von Charlie Max Damm, die ihr befragen könnt über die Tatwaffe, über sich selbst, über die anderen Verdächtigen etc. So, 18 plus Stream, ganz genau. Ja, damit ist, glaube ich, deine vierte Aktion abgeschlossen. Damit ist Nadine als Nächste dran. Du darfst mir ebenfalls sagen, genau, wo du hier am ersten Tag beginnen möchtest. Ich habe natürlich auch schon drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich bei 51 beginnen und
mich da mal umsehen, beziehungsweise den Verdächtigen befragen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Die 92 klingt auch nicht schlecht. Daniel, was meinst du denn? Hast du auch schon was ausgeguckt? Wir können uns ja durchaus absprechen, da wir ja zusammenspielen. Genau, ja, ich denke aber mal, dass einer von uns auf jeden Fall mal sich der zweiten, sagen wir mal, Dame von die annehmen sollte Die, an der 92. Dann fang doch da mal ne? ruhig mal an. Dann fange ich genau bei der 95, muss ich ja anfangen, bei der Polizeistation. Genau. Aber Genau, du dann, bist die rote Spielfigur. genau, die Lady, an deren optischem Vorbild ich mich heute orientiert habe. Ich habe einen Rock an, auch wenn man das jetzt nicht sehen kann. Ich habe eine Weste an, ich habe einen Hut auf und das Einzige, was mir fehlt, ist die Waffe in der Hand. Aber das muss man sich jetzt einfach dazu denken. Genau, also ich fange an der 95 an und würde ja mit meiner ersten Aktion mich zur 92 bewegen. Zur 92. Ich versuche mal herauszufinden, die ist direkt hier oben. Jawohl, dann ist die erste Genau. Aktion auch schon verbraucht. Ja. Ja, und mit der zweiten würde ich am Standort suchen, in der Hoffnung, da Das können wir gerne machen. Es die ist übrigens so, wenn ihr Dame später nochmal anzutreffen. Standorte, die ihr bereits durchsucht habt, wissen wollt, was dort genau vorgefallen ist, sagt ihr mir einfach Bescheid. Normalerweise würden diese Karten hier offen ausliegen, da ihr aktuell alle daheim seid aufgrund von der vorherrschenden Pandemie habt ihr natürlich keine Möglichkeit, die Karten nochmal zu lesen. So, du bist an der 92. Genau. Ja, Und möchte jetzt den zu deiner Standort Überraschung durchsuchen. öffnet die Tür. Ach, na, Verkatert sieh und mal im einer. Unterhemd. Ihr Polypen Oh, lasst direkt einen um. einfach nicht in Ruhe. Was? Ja, wir stellen die dorthin und du hast jetzt die Möglichkeit, einmal ohne das Nutzen einer Aktion die auszufragen. Ab der zweiten Befragung würde dich das wieder was kosten. Ist immer so, wenn man einen Zeugen, der bisher verschollen ist, findet, darf man ihn einmal kostenlos befragen. Ja, ich würde sagen, das mache ich doch direkt. So, ja, worüber möchtest du ihn fragen? Über das Opfer, über die Waffe, über Über das Opfer. Ich bin mal gespannt, ob er da was zu sagen Dann hat. schaue ich mal, was ich hier für Möglichkeiten habe. So. Ja, ich lese euch die Antwort, die er dir gibt, jetzt gleich vor. Im kompetitiven Modus würde ich sie dir in Form einer Karte geben, die du selbst lesen dürftest. Und alle anderen Ermittler hätten dann die Möglichkeit, sich zuvor zu entscheiden, ob sie einen Spitzel bezahlen wollen, um ebenfalls hier bei der Aussage dabei zu sein. Also irgendwelche kleinen Spione, die hinter der nächsten Hauswand hängen und versuchen, auch mitzubekommen, was du für Befragungen anstellst. Die sagt zu dir, die hält mir eine Knarre unter die Nase und will den ganzen Stoff von mir. Da kriegt sie zwei in den Rücken. Okay. Er hat also schon quasi zugegeben, dass er sie getroffen hat, auf jeden Fall. Und zwei in den Rücken, weiß nicht, wie meine Co-Ermittler das sehen, klingt schon sehr nach bedrohen oder tatsächlich verletzen. Er versucht, seinen Boss zu schützen. Der nimmt die Schuld auf sich, dass die Sache Möglichkeit, nämlich anläuft. das jetzt einfach so hinzunehmen, diese Aussage. Oder du hast auch die Möglichkeit, das anzuzweifeln und zu sagen, der weiß noch mehr und da ist noch was Besseres herauszukitzeln. Ich weiß nicht. Klingt für mich eigentlich schon nach einer ganz guten Aussage. Also ich würde mir das, glaube ich, wir haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl. Kitzeln, aber mit Fäusten. Ja, ich glaube. Kitzel aber mit Fäusten. Ich weiß nicht. Das ist, Es klingt so ein bisschen nach irgendwie, könnte aber auch ein einfach schiefgegangener Drogendeal gewesen sein. Einfach hier so, okay, ich wollte dir was geben, sie wollt mehr und woher auch immer, wurde ihr zweimal in den Rücken geschossen und dann bin ich ab durch die Mitte. So hat sich das für mich auch so ein bisschen angehört meinst gerade. du? Deswegen könnte er halt auch geflunkert haben. Das heißt, ihr seid eher dafür, dass wir mal ein bisschen Druck machen. Ja, ich denke schon. Na gut, okay, dann zweifeln wir es doch mal an. Ja, das ist sehr positiv für mich. Das war bereits die Top-Antwort, die ich euch hier geben konnte. Toll, Das heißt, ich super bekomme jetzt Ermittler. einmal hier ein Druckmittel. Jetzt habe ich bereits zwei, denn eins stand mir schon beim Spielbeginn zur Verfügung und darf zweimal die Aussage verweigern im weiteren Spielverlauf. Es läuft hervorragend. Das nächste Mal höre ich auf meine Intuition. Naja. Okay, So, gut. Aktion Nummer drei. Dann, ja, ich würde doch mal den Verdächtigen durchsuchen. Ja.
das kannst du gerne machen. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Beim D. So, ich lese vor. Auf dein Kopfnicken hin spreizt die seine Beine. Haben sie einen Durchsuchungsbefehl? Nein, ihnen egal, was? Leider ist er sauber, er grinst breit. Viel Spaß mit den Fusseln, sie Arsch. Cool. Cool. Richtig gut läuft das heute. Ja, dann habe ich ja noch eine Aktion. Das heißt, irgendwie bewegen bringt jetzt auch nicht so viel. Wohin sollte ich auch? Beziehungsweise, bis ich da bin, ist der nächste Tag schon angebrochen. Ich würde ihn, glaube ich, noch mal gerne verhören. Ja, auf jeden Fall möglich. Möchtest du noch mal über das Opfer ihn ausfragen? Das macht natürlich keinen Sinn. Du hast ja hier schon die optimale Antwort. Genau. Ja, nee, ich würde ihn gerne mal zur Tatwaffe befragen. Zur Tatwaffe? Und, ja, vielleicht. Ja, da habe ich folgende Aussage für dich. Charlie hat manchmal so eine bei sich. Ziemliche Mädchenwaffe für einen wie ihn. Aber naja, wenn er meint. Hm. Okay. Also das heißt, er wird ganz offensichtlich von sich ablenken. Ja, du hast hier wieder die Möglichkeit, natürlich das jetzt anzuzweifeln und zu sagen, dass... Nee. Das war nicht alles. Ich glaub, das lassen wir jetzt mal. Ich geb mal an meinen Co-Ermittler. Nein, das kannst du mir dann nicht machen. Okay, dann ist Daniel dran. Ich muss einmal kurz hier an einen neuen Sockel greifen, denn ich dachte, du spielst die blaue Figur. Nee, ich bin die gelbe Figur. Ja, hervorragend. Wo möchtest du denn hier deinen ersten Tag beginnen? Gut, ich würde sagen, wir lassen den Die jetzt auch erstmal in Ruhe und ich schaue mich mal eher so nach dem Kopf der ganzen Bande um und versuche mich dann mal an der 96, wofür ich ja erstmal auf dem LA Police Department in der 51 starten muss. Jawohl. Oder kann, ne? Und würde dann als erste Aktion mich bewegen und zu Topsy's Nightclub an der 96 gehen. Das ist da unten, genau. Dann ist die erste Aktion bei dir auch bereits verbraucht. Genau. Womit geht's weiter? Da erwarte ich ja, sag ich mal, den Charlie Max zu finden. Ja, der Charlie ist auf jeden Fall dort. Der ist auf jeden Fall dort, genau. Und deswegen würde ich gerne mal mit dem Verdächtigen sprechen. Ja, das ist möglich. Worüber möchtest du denn mit ihm sprechen? Würde den gerne verhören zu der Tatwaffe, zu dem Mädchen. Hier, zu dem Daringer. Ja. Ja, schauen wir mal, ob der Charlie bereit ist, dir da irgendetwas zu sagen. So, im Chat wird schon geschrieben, ihr sollt überhaupt nie wieder was anzweifeln. Das sage ich euch jetzt im Vorfeld, bevor ich euch die Antwort vorlese. Denkt darüber nach. ja, Charlie sagt Folgendes. Das ist Dams Kleine, hält sich für ein Spielzeug. So wie der damit rumhantiert, schießt er bald die Finger ab. Schießt er sich bald die Finger ab. Das klingt doch auch wieder nach so einem typischen Satz von so einem Kopf von der ganzen Bande. Und ich handle jetzt einfach mal gegen den Willen des Chats und zweifle das an. Ja, das war clever von dir. Ja. Der hat auf jeden Fall noch was zu verbergen. Und das ist jetzt ein Druckmittel gegen ihn, kannst ihn also später bei einer Befragung einmal zwingen, natürlich auch Nadine und Esra, die Wahrheit zu sagen. Ja, was sagt er dir noch? Er sagt, die gehört dieser Verrückten, Sally, wedelt völlig hektisch damit rum. Ach ja, okay, dann klingt das ja jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen, als hätte das alles schon irgendwie so eine Verbindung, dass diese Sally vielleicht doch auch gar nicht so ganz unschuldig an der ganzen Misere ist. Dann würde ich doch den Herrn doch auch gern nochmal befragen zum Opfer, zur Sally. Zum Opfer. Möchtest du das Druckmittel einsetzen? Ich muss euch das jetzt jedes Mal fragen. Nee, lass mal. Das sparen wir uns mal ein bisschen auf. So, da sagt er, naja, die fuchtelt mit ihrer Knarre rum und wollte den ganzen Stoff. Ich meine, die hat es geradezu darauf angelegt, mehr sage ich dazu nicht.
Und ich decke Karte F auf. Und auf Karte F, das kann ich wieder einmal groß zeigen, steht drauf, Sally, ich muss mal gerade gucken, so rum ist, glaube ich, besser, Sally war drogenabhängig. Na, ja, so, ja, ist da noch mehr also rauszuholen beim Charlie? War das schon alles, was er zu sagen hat über Sally? Ich würde sagen, dass ich lasse das jetzt erstmal dabei bewenden. Und das wäre es gewesen, würde ich sagen. Ja, dann haben wir natürlich noch den nächsten Punkt, wo unser lieber Freund Damm sich wahrscheinlich aufhält. In Central LA an der 43. Und ich glaube, so in Vorbereitung für die nächste, für meinen nächsten Zug würde ich mich doch dann dahin bewegen. Du möchtest sozusagen bei Damm übernachten. Stop, ich möchte sozusagen vor der Tür übernachten, um mal zu observieren. Oh, also so zur Absprache. Ich würde da jetzt als nächstes oder auch willst hingehen. Du da hingehen? Ich habe vier Aktionen. Das heißt, ich brauche zwei, um da hinzugehen und hätte dann noch zwei Aktionen, um ihn. Du würdest da, glaube ich, auch mit. Ach, du bist ganz unten, ja? Du bräuchtest zwei, um da hinzugehen, genau. Ja, die andere Seite ist nur, vielleicht könnten wir auch irgendwie noch von den anderen was rausfinden, so zum Thema drogenabhängig und Sally. Ne? Genau, da kann ich jetzt auch noch was zu sagen. Ihr habt natürlich jetzt die Möglichkeit, auch hier durch die neue Fallkarte auch die drei Zeugen nochmal zu dem Thema auszufragen. Weil ihr seid ja eh schon bei denen und ich brauche halt nur, ich könnte jetzt halt noch meinen Zug abschließen, um zu dem dritten Verdächtigen zu gehen. Ihr könntet bei den anderen weiterbohren. Ich bin bei keinem. Ich stehe nirgendwo. Ah, du stehst noch bei der zweiten Dame, ne? Gut, würde ich aber trotzdem, wie könnte man da noch vorgehen? Kannst du nicht den Charlie? Ja, den Charlie nach der Drogenabhängigkeit befragen. Können wir auch noch machen, ne? Klar, dann bleibe ich noch ein bisschen da. Ja, weil selbst in meinem nächsten Zug würde ich auch nur eine Bewegung brauchen, weil ich stehe ja auf der Grenze. Ja gut, dann befrage ich doch den Charlie nochmal nach der Drogenabhängigkeit von der Sally. Ja. Eine Grenzposition ist ja auch immer ganz gut für die nächste Runde, da ist man flexibler. Gut. Das ist richtig. Schauen wir mal, was euch das noch bringt. Denn er sagt, Drogensüchtige, die Süße von der allerschlimmsten Sorte. Hilfreich. Reicht uns das? Weil Drogensüchtige von der allerschlimmsten Sorte, naja, was sagt uns das jetzt aus? Ja, sie wollte scheinbar den Dealer bedrohen. Aber er hat jetzt ja schon zweimal was zur Drogenabhängigkeit gesagt von ihr. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch wirklich viel mehr rauszuholen ist. Ja, ich würde da jetzt auch nicht nachbohren. Ich glaube, da kommen wir nicht so weit. Dann war es das ja jetzt auch von mir. Es wird immer so sein, genau. Das habe ich euch anfangs nicht verraten. Wenn ihr die Top-Antwort bereits bekommen habt, dann könnt ihr auch sicher sein, dass diese Top-Antwort immer der Wahrheit entspricht. Das könnt ihr natürlich nur vermuten, wenn ihr es nicht überprüft, ob es eine Top-Antwort war. Ist vielleicht bei anderen Fragen später noch relevanter. Wenn ihr aber, wie vorhin bereits, etwas erfolgreich angezweifelt habt und wisst, dass ich eine Top-Antwort gegeben habe, dann könnt ihr in dem Fall natürlich auch annehmen, dass auf jeden Fall die Wahrheit gesagt wurde. Die einzige Ausnahme ist, dass sich der Zeuge natürlich nicht selbst beschuldigen würde und in dem Fall möglicherweise ausweicht oder auch einfach lügt. Okay. Ja. Ja gut, dann haben wir jetzt ein paar Informationen weitergesammelt. Ja, wie gesagt, also bei mir ist jetzt durch mit Aktion, ne? Dreimal verhören, einmal bewegen. Ja, du bist durch auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit Esra am zweiten Tag bereits. Wir sind hier schon ein Drittel durch das Spiel durch. Dieses erste Szenario, ein ganz schnelles Szenario und zusätzlich natürlich nochmal schneller, dadurch, dass ich euch die Antworten laut vorlesen kann. Im Normalfall müsstet ihr sie immer im Geheimen lesen und es wird dann noch abgestimmt, wer von euch belauschen möchte. Aber um einen ersten guten Eindruck zu bieten, ist das natürlich auch was Schönes. So, Esra, was möchtest du machen? Ich nehme mal hier ein Stückchen Wasser. Lass es dir gut tun. Ich will meine ersten zwei Aktionen auf jeden Fall nutzen, um zum Hill and Hill and Washington zu gehen und mir einen schönen Hotdog zu holen. Schönen Hotdog? Ja, mal gucken, wen ich da bei den Hotdog-Ständen treffe. Ja, zu welcher Nummer gehst du gerade? 43. Er geht zur 43. Ah ja, zum Damm. Mhm. Gut, dann stelle ich dich mal hier hoch. Und einen halben Tag schon mal damit verbracht. Du holst dir auf jeden Fall mal ein leckeres Hotdog. Und zu deiner Überraschung steht der Damm auch in der Nähe.
Ja, Mensch, das ist ja Magic. Der Mann mag Hot Dogs. Verhöre ich den doch mal, so mit vollem Mund. Ja, schauen wir mal, ob er dir irgendwas verrät. Was möchtest du ihn denn fragen? Ich will auf jeden Fall was zum Opfer fragen. Zum Opfer. Schauen wir mal. Was ich euch hier sage. Das ist fast wie ein Hotdog, Ezra. So, bist du bereit, Ezra? Bist du bereit? Ja, erzähl mir jetzt, was mit diesem Mädchen passiert ist, da unten am Pier. Okay. Und ich will keine Aufsicht hören von dir. Okay. So, der Damm sagt Folgendes. Damm schleppt hübsche Frau für die. Wir hören was und weg. Was soll das sagen, Damm? Was soll mir das sagen? Weiß doch mehr. Da haben wir doch schon mal jetzt was gehört. Damm schleppt Frau. Ne? Dann war die wahrscheinlich schon hin, wie man so schön sagt. Meinst du? Vielleicht war die auch einfach schon hin. Und die wollen damit irgendwas, weiß nicht, verstecken oder so. Aber das würde er das sagen? Der scheint ja auch ein bisschen doof zu sein, ne? So ein bisschen so ein Einfallspinsel. Aber ich glaube, das ist so ein Ausflüchte-Ding. Also ich finde die Theorie von Daniel schon mal ziemlich gut. Ich glaube auch, dass Damm mehr weiß. Frag den doch vielleicht noch mal zu seiner Waffe, die ja angeblich der Charlie hat ja da auch wieder gesagt, so wenn der damit rumfuchtelt, bringt er sich noch irgendwann mal selbst um, so nach dem Motto. Aber wenn ich jetzt nach der Waffe frage, kann ich nicht noch mal auf die erste Frage quasi eingehen. Also ihn du kannst natürlich dann eine weitere Aktion später verwenden, um ihn dann nochmal auszufragen, dann gebe ich dir vielleicht eine andere Antwort, vielleicht auch nochmal dieselbe. Und dann hättest du die Möglichkeit, ihn dann unter Druck zu setzen. Oder du entscheidest dich jetzt sofort, ob du das so akzeptierst oder ihn unter Druck setzt. Also ich würde, glaube ich, anzweifeln. Wie sehen das meine Kameraden? Ich weiß nicht, dieser Einfallspinsel-Move irgendwie, weiß nicht, ob man das so glauben kann. Vielleicht ja, ist es doch echt nicht so doof, dem mal jetzt Druck zu machen. Ich dagegen sehe schon, dass Sebastian uns einfach gleich gar nichts mehr sagt, beziehungsweise der Stichel, weil er so viele Druckmittel gegen uns hat. Auch was Feines. Das war's dann. Ja, ja, toll. Das war's dann mit Erkenntnissen. Ich weiß nicht so genau. Haben wir irgend noch eine andere? Oder vielleicht fragst du noch einfach mal zu seinem Zwillingsbruder. Ich glaube, ich finde den Vorschlag, ihn nach der Waffe erstmal zu fragen, ganz okay. Also du möchtest jetzt nicht anzweifeln, was er hier über die Tote gesagt hat. Nee, ich glaube nur, das ist, wie Nadine sagt, ein bisschen zu risikoreich. Okay. Ja, eine Aktion hast du noch. Machen wir's. Dann, was sagst du hier zu der Erringer, die wir da am Wasser gefunden haben? Ich habe gehört, das ist deine. Damm scheint in der tiefe Gedanken versunken zu sein und sagt, Bang Bang von hübscher Frau. Damm mag Bang Bangs. Bang Bang. Bang Bang Bang. Okay. Damm, du bist echt scheiße hohl, Mann. Das ist unglaublich. Ja, ich bin durch mit meinem Zug. Ja, das war's. Okay. Erfolgreich Damm befragt. Ob das ja, erfolgreich super. War, weiß ich noch nicht so genau. Für mich war das äußerst erfolgreich. Das lief herausragend gut. Ich stehe immer noch bei die. Das habe ich richtig im Kopf, ne? Ja. Den könnten wir jetzt ja eigentlich auch nochmal zu der Drogenabhängigkeit befragen. Das. Ich frage mich nur, ob das zu was führt, weil. Was haben wir sonst für Optionen? Also Damm scheint mir jetzt nicht so. Name ist Programm. So. Name ist Programm. Ja. Charlie. Ja, Charlie. Wir haben ja jetzt auch quasi den Damm zu ihr befragt und den Damm zu Bum Bum befragt. Ne? Zu Bum Bum. So. Unsere Detectives haben einen kleinen Ermittlungsbogen. Ich glaube, ihr habt den vorhin im Trailer auch gesehen. Da haben sie die Möglichkeit, sämtliche Antworten, die sie von mir bekommen, zu notieren, um dann später nochmal Verknüpfung zu ziehen. Ich sehe natürlich nicht, was ihr euch notiert habt, aber ich kann mir natürlich merken, was ich euch gesagt habe. Deswegen gucken wir auch manchmal so ein bisschen nach unten, weil wir dann unseren Ermittlungsbogen hier haben, den wir ausfüllen.
Also wir suchen ja auch so ein bisschen nach Motiven, ne? Und irgendwie bisher bei den Jungs ist irgendwie noch nicht so, also mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich Gangster sind, einfach halt irgendwie Drogen verkaufen. Ja, ist ja jetzt Daily Business für uns, es ist ja jetzt nichts Unnormales. Aber was mich schon direkt am Anfang irgendwie stutzig werden hat lassen, ist, dass die liebe Janice da bei der 100 ganz am Anfang, Esra, deine erste Befragung, doch ein bisschen aufbrausend und schlecht drauf gewesen ist, dass sie mit dieser Angie betrogen hat. Ich kann das auch noch mal kurz vorlesen. Janice Thompson geht sofort hoch, als du die erwähnst. Der Drecksack hat mich mit Angie betrogen, dieser Nutte vom Redondo. Aber da hat ja die Sally eigentlich gar nichts damit zu tun. Weiß, Also. wissen wir das? Nee, das wissen wir nicht, aber. Das ist nämlich irgendwie, ich weiß nicht, das sind so die Details, die irgendwie untergehen, glaube ich. Aber das sind auch beides keine Frauen, die wir Naja. befragen können, ne? Das sind keine Ja. Charaktere, die beiden. Nee, deswegen ist das nicht so hilfreich. Also den Charlie haben wir jetzt schon befragt zu. Moment. Charlie Zur haben wir Waffe? befragt zur Waffe und zur Sallys Genau. Drogenabhängigkeit. Also ich meine, alle haben bis jetzt bestätigt, dass es Sallys Waffe ist. Das hat ja jeder gesagt, oder? Den wir zu der Waffe gefragt haben. Nee, Nee, stimmt. der D hat gesagt, das wär'm Damm seine. Ja, stimmt. Und Nee, Moment. nee, die Nee, hat gesagt, die ist von Charlie und Charlie hat gesagt, die ist von Dam. Genau. Und Dam Und hat Damm gesagt, hat die ist von gesagt, der Frau. genau. Alter, Alter, Moment, stimmt mit denen. Moment, ich muss mir das nochmal hier ein bisschen notieren. Also, Dam hat gesagt, die ist von der Frau. Ich glaube, wir brauchen eine Genau. Flipchart. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche so ein großes Whiteboard hier, wo ich dann auch so ein paar Teile anknüllen kann und hier ein bisschen Fäden ziehen und so. Charlie hat gesagt, sie ist von Dam. Und die hat gesagt, sie ist von. Charlie. Ja, hat er das? Ja, der hat gesagt, das ist eine Frauenwaffe. Oh, der hat Genau. gesagt, das ist eine Frauenwaffe. Könnte also wirklich von Sally sein. Er hat gesagt, das ist eine Frauenwaffe. Das ist eigentlich eine komische Waffe für so jemanden wie Charlie. Das hat er gesagt. Daraufhin Okay. hatte ich ja den Charlie gefragt, mit der Waffe. Und der ja wiederum gesagt hat, nee, 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 die ist ja nicht mir, die gehört ja dem Damm. Und der bringt sich noch um, wenn er damit rumfuchtelt. Und in der Einleitung stand ja sogar, dass Damm mit einer Waffe oft rumläuft. Okay. Das heißt, Okay. wir sind keinen Schritt weiter. Ja, Und hervorragend. ja, es läuft gut. Und ich stehe ja noch bei Dee. Die hatten wir genau zu der Waffe befragt. Wir hatten die zu Sally befragt. Das war, glaube ich, das Erste, was wozu ich ihn befragt hätte. Zu Die Ihr habt natürlich euch, um euch nochmal auch auf eure vierte Aktion hinzuweisen, immer auch die Möglichkeit, die Leute zu durchsuchen. Das habt ihr, glaube ich, einmal schon auch verwendet, die Genau, Aktion, den aber hatte ich durchsucht, aber da vielleicht war nicht ja immer so nichts richtig außer. nützlich, aber ich weise euch trotzdem mal darauf hin, dass die Option immer im Raum steht und es gibt ja noch zwei andere Verdächtige. Ja, genau, aber wir hatten die zu Sally befragt, wenn ich mich nicht total falsch erinnere. Und da hatte er, glaube ich, gesagt, dass. Was hat er dazu gesagt? War das nicht das mit Bum Bum 2 in den Rücken oder so? Er hat sie befragt, genau mit dem, ja, dass die Bekloppte quasi alle, dass die mehr Stoff haben wollte oder dass sie nicht bezahlen wollte, sowas in der Richtung. Und dann gab es Bum Bums, Ja. dann gab es zwei in den Rücken. Das war die Aussage von ihm. Jetzt ist nur die Frage, von wem gab es zwei in den Rücken? Kannte Ja. der den? War das von ihm beauftragt, dass es die zwei Schüsse in den Rücken gab oder Das eben war aber nicht? auf jeden Fall aber auch die ideale Antwort, wenn ich mich Ja, nicht genau, das quatsch. war ja das falsche Anzweifeln. Also ihr habt hier gegen Charlie Max bis jetzt Genau. einmal korrekt ihn angezweifelt, aber ihr habt natürlich auch schon einmal eine Person, und ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wen angezweifelt, obwohl ich euch bereits die beste Antwort gegeben habe. Ja, das war der Die. Das Das war der D. war, wo meine Mitermittler wollten, dass ich das anzweifle und das hat nichts gebracht. Genau, okay. Gut, das heißt, den Die könnten wir rein theoretisch noch zu Max befragen, wir könnten ihn noch zu Dam befragen und wir könnten ihn noch zur Drogenabhängigkeit befragen.
Ja, vielleicht frag ihn doch mal Lieber. zu seinem Bruder, weil der Bruder hat ja, also der Damm hat ja jetzt auch von sich gegeben, dass er die Tote für seinen Bruder die getragen hat. Das war ja seine Aussage. Was? Dass er die Tote für. Dass er, ja, der hat ja sowas irgendwie vor sich hingelallt mit, ja, Damm trägt für die. Oder trägt Frau für die, hat er, glaube ich, gesagt. Das war ja der Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht ist da irgendwie was, dass die einfach eh wegschaffen wollten. Also Also Damm hat gesagt, ich würde. dass er die Frau getragen hat. Ja. Okay, ich notiere mir das nochmal. Unser Chat hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, euch auch so ein bisschen unter die Arme zu greifen und Ja, mitzurätseln. Ganz das wichtig ist wäre schön. natürlich, solltet ihr das Spiel bereits kennen, zum Beispiel aus dem Englischsprachigen, dann bitte natürlich nicht hier die Lösung verraten. Aber falls ihr selber den Fall noch nicht gespielt habt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, aktiv mitzutippen und Hinweise zu verknüpfen und auch unsere Ermittler ein bisschen in eine Richtung oder in eine andere Richtung zu schubsen, ob hier Aussagen angezweifelt werden sollen oder nicht. Also ich würde ihn auf jeden Fall nochmal zu seinem Bruder befragen. Ha, So, Nadine, du Mama. bist dran. Ja, ich weiß. Man unterschätzt das auch am Anfang ein bisschen mit dem Mitschreiben. Man denkt sich, ah ja, okay, ich mache Ah, mal so schreibe ich hier mal so ein nicht mit. Das kleines ist auch, Wort. ja. So ein kleines Wort Merke ich hier, mir doch ne? gleich. Ist doch Ja, alles. das Aber ist. echt wichtig, sich zu notieren, ob es die perfekte Antwort war, falls man das weiß. So, dann das irgendwie festzuhalten. Das ist auch ein gutes Hinweis. Ja, auf jeden Fall. Aber leider hilft es trotzdem nicht dabei, was wir jetzt tun. Ja, okay, dann folge ich mal meinem Co-Ermittler oder dem Rat meines Co-Ermittlers und befrage die zu seinem Bruder Damm. Du befragst die zu Damm. Genau, die zu Damm. Schauen wir doch mal. Waren die nur spazieren? So, der die sagt, Damm hat die Kleine nicht auf dem Gewissen, falls Sie das denken. Also lassen Sie ihn da raus. Also, Moment, ich notiere, hat sie nicht auf dem Gewissen. Das so, okay, wollt ihr vielleicht noch mal eine zweite Antwortmöglichkeit? Nee, Ist also ich okay, möchte jetzt sie alles schon klar. wieder anzweifeln. Das ist, ich meine, der Damm hat jetzt tatsächlich nicht so gewirkt, als ob er das Mastermind wäre. Ja, du musst ja auch Es kein kann natürlich, Mastermind sein, um einen umzubringen. ja, schon, aber ich weiß nicht. Nee, Ach, ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ich meine, aktuell ist es doch so, wir haben drei Verdächtige und sind drei Personen, die schon an den jeweiligen Orten sind. Das heißt, es ergibt ja wenig Sinn, hin und her zu reisen. Dann Das ist richtig. befrag ihn doch jetzt einfach auch nochmal nach Charlie und nach sich selbst. Geht das? Über wen will er Sie noch befragen? Charlie und sich selbst. Die Ja, Frage über war sich auch selbst dann. kann er ihn auch befragen, ja. So ein bisschen unter Druck setzen. Das sind dann so Fragen, wo warst du? Oder vielleicht erfahrt ihr auch irgendetwas nur über die Person. Das können ganz unterschiedliche Antworten sein. Das kommt gerade im Chat, wenn du weißt, dass damals nicht war, wie ist er da so sicher? Wow. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht mutmaßt er es einfach nur? Ich glaube, Vielleicht. der will einfach nur seinen Bruder beschützen. Meinst du? Ja, das Man ist ist natürlich doch. auch noch die Möglichkeit, dass das nicht die optimale Antwort war. Ja. Ich sehe nur schon, wenn ich mir noch mehr Druckmittel geben, dann ist der dritte Tag, können wir auch einfach lassen, weil du dann einfach gar keine Antwort mehr geben wirst. Hast du denn schon da überhaupt schon mal den Ort mal durchsucht? Vielleicht da irgendwie mal, vielleicht gibt es da ja noch was in der Wohnung. Habe ich das Weil du hast gemacht? ihn durchsucht, nur nicht Ich den kann gerade mal Ort. gucken. Du Das bist stimmt. rot und stehst bei der 91, sehe ich das richtig? Nee, bei der 92. Nee, bei der 92, genau, bei dem Du Dean. hast den Ort schon durchsucht, ja. Da war der die, der dir die Tür Nee, den aufgemacht hat. Verdächtigen. Den Verdächtigen hat sie noch nicht Aber durchsucht.
Doch, hat er auch schon die Beine breit gemacht. Ja. Aber am Standort suchen hat sie noch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe gesucht, um ihn überhaupt zu finden. Genau. Das war die Aktion am Standort. Okay. Ja. Gut, jetzt ist die Frage. Ach komm, ich befrage ihn mal zu sich selbst. Was er dann da zu seiner Verteidigung zu sagen? Die zu die. Oh, da habe ich was Schönes für euch. Bin einer von zwei, sie sind Polizei. Hey, ich hätte Dichter werden sollen. Bin einer von zwei. Also das sieht mir nicht nach der sinnvollsten Antwort aus. Möchte ich gerne anzweifeln. Nee, vergiss es. Das möchtest du anzweifeln? Bist du dir ganz sicher, Nadine? Ja, ich bin. Ich meine, es kann auch sein, dass das einfach, dass er zu sich selbst nichts Sinnvolleres zu sagen hat. Er will sich nicht selbst belasten, deswegen. Ja. Das sehe ich auch so. Nee, denn. Lass mal das Messer blitzen oder sowas. Einfach mal so, um zu zeigen. Mach mal so ein bisschen Druck aus. Ich habe, glaube ich, kein Messer. Ich habe, glaube ich, nur eine Waffe, aber ist auch okay. Ich meine, du hast halt wollen, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich das hier richtig interpretiere, dass du ihn gefragt hast, wer er denn ist. Und das war die Antwort. Nein, ich habe ihn natürlich nicht gefragt, wer er ist. Ich habe ihn gefragt, was er denn zu der Sache zu sagen hat. Ja, das hat er nicht richtig verstanden. Ich glaube, er hat sich vorgestellt, wer er ist. Ja, dann soll er vielleicht mal das sagen, was er nicht versteht. Ja. Aber wer das richtig versteht. Also, willst du das anzweifeln? Jetzt bin ich mir unsicher. Du verunsicherst mich. Ah. Lieber Stichel. Zweifeln. Ja, okay, zweifeln. Fäuste hoch. Zweifeln ist auch nicht so schlimm. Je mehr Hüte ich habe, desto besser wird es. Ich nehme mal einen dritten. Nein! Das gibt's doch nicht. Mehr hat er hier wirklich nicht zu sagen. Er hat einfach nichts zu sagen. Okay, die sind beide nicht so die. Ja, vielleicht sind sie deswegen zur 3,5-jährigen Ausbildung des Schlägers irgendwie gegangen. IHK geprüft. Ja, kann auch sein. Ja. Okay, das heißt, es war jetzt schon meine zweite Aktion. Nee, Moment mal, es war immer noch meine. Ich glaube, das war deine erste. Zweite Aktion. Ja, wir können auch gerne sagen, es war meine erste, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die zweite war. Aber, was hast du als erstes gemacht? Nee, du hast noch nichts gemacht vorher. Doch, ich habe ihn zu Damm befragt und dann zu sich selbst. Ah, sehr gut. Dann nehme ich dir noch einen Stein weg. Ach komm, ich war doch so ehrlich jetzt. Es ist ja nicht wirklich natürlich ja auch nicht so, es ist natürlich auch so, dass ich die Hüte nicht einsetzen muss, weil meine Rolle ist natürlich nicht nur zu verhindern, dass ihr den Fall löst, sondern auch wie bei einem guten Rollenspiel euch einfach einen guten Abend zu bereiten. Aber das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass ich sie nicht einsetzen werde. Okay, also ich habe noch zwei Aktionen. Bitte. Ich habe, im Prinzip können wir ihn nur noch zu Charlie befragen oder zu der Drogenabhängigkeit befragen. Dann befrag ihn zu Charlie. Ja, ich glaube, das mit der Drogenabhängigkeit führt zu nichts. Die war halt wahrscheinlich einfach drauf. Wirklich. Wahrscheinlich. Jawohl, wenn du noch zwei Aktionen hast, können wir ja zu beiden befragen. Ja. Okay, ich fange mal mit Charlie an. Was hat er denn zu Charlie zu sagen? Zu Charlie. Schauen wir doch mal. Der Die. Ich bin gespannt, wenn wieder so ein Schwachsinn kommt. Oh Gott. Er sagt Folgendes. Charlie ist kein Kottknabe, aber auch kein Killer. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Er hat die Lady nicht umgepustet. Auch nicht. Also dann war er selbst oder was? Bleibt ja keiner mehr übrig, wenn es Damm nicht war und Charlie nicht war. Ja, kann natürlich auch sein, dass er so ein bisschen grenzdebil ist und einfach vergessen hat, dass er jetzt beide entlastet hat. Ja, wahrscheinlich. Nee, das Ding ist, wir haben ihn jetzt ja zu allem außer der Drogenabhängigkeit befragt. Wollt ihr die letzte Aussage anzweifeln? Oh Mann, ich... Wir haben ja noch einen Tag, da können wir auch nochmal alle nochmal fragen und nochmal anzweifeln. Frag ihn doch erstmal nach der Drogenabhängigkeit, oder? Ich meine, wir müssen ja auch noch irgendwie eine Tatwaffe finden. Ne? Wie war das Tatwaffe-Motiv? Ihr habt natürlich hier schon eine Waffe, gell? Ja, ne. Ich hätte jetzt auch gedacht, die Tatwaffe ist die Pistole, die wir gefunden haben. Man kann nicht irgendwo in die Forensik gehen und das überprüfen, ob die Kugeln mit der Waffe übereinstimmen. Ihr habt leider keine Möglichkeit, in die Forensik zu gehen. Okay. Das ist einfach so, dass ihr natürlich hier zeitlich enorm unter Druck steht und
auch von eurem Chef gezwungen werdet, den Fall einfach schnell abzuschließen, weil das so ein kleines, so wie es aussieht, Drogendelikt. Und da wollt ihr natürlich nicht eine riesen Nummer draus machen und jetzt erstmal irgendwelche Beweise untersuchen lassen, sondern das soll einfach schnell von eurem Tisch, damit ihr Zeit habt für den richtigen Fall. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, werden wir für den richtigen Fall nicht mehr zugelassen. Dann stehen wir an irgendeiner Kreuzung und können den Verkehr leiten. Ja, diese Erkenntnis habe ich auch schon beschlichen. Das ist jetzt der Moment, um vielleicht doch bei dem Damm und beim Die zu sagen, Leute, wie sieht es aus, ich verkaufe einfach auch ein bisschen mit. Und im Chat wird es übrigens auch schon geschrieben, 1940, Forensik. Komm, dann befrage ich nochmal zur Drogenabhängigkeit. Vielleicht zur Drogenabhängigkeit in die? Ja. Das ist deine vierte Aktion, oder? Ja. Dann hast du danach gar nicht mehr so viele. Nee, habe ich nicht. Das ist... Oh, da hat er was Schönes für euch. Ja. Das hast du, glaube ich, jetzt schon dreimal gesagt. Und das war nicht schön. Er verweigert die Aussage. Er sagt gar nichts. Oh, toll. Ja, das war's. Wie viel Hütchen hast du jetzt noch von uns? Ich habe noch zwei von euch. Echt? Oh. Cool. Ja, ich habe schon drei. Zweimal erfolglos angezweifelt und einen habe ich am Anfang schon gehabt. Aber ob ich die wirklich alle einsetze, das ist natürlich unklar. Also auf jeden Fall. Und du darfst es aber morgen einfach wieder fragen, ihn. Du schläfst jetzt eine Nacht darüber und morgen versuchst du es nochmal erneut. Heute hättest du nicht mehr die Möglichkeit, aber deine Aktionen sind ohnehin abgelaufen. Und damit ist dann der Daniel-Anzug. Ich schlafe eine Nacht drüber, dass er die Aussage verweigert hat. Ja. Und dann am nächsten Morgen kommt mir die Erkenntnis, der hat vielleicht was zu verbergen. Also, ja, du hast natürlich zusätzlich auch noch die Möglichkeit, vielleicht irgendwie ein Druckmittel gegen ihn zu erlangen, damit du ihn einmal zwingen kannst, die wahre und einzig wahre Aussage zu bringen. Gegen den Charlie Max habt ihr das im Übrigen schon, um euch da nochmal dran zu erinnern. Jo, das stimmt. Da habe ich auch so ein Hütchen. Da sind wir wieder da. Da hat sich kurz mal die Technik komplett verabschiedet bei uns oder der Stream, wir wissen es nicht genau, aber es läuft wieder. Für diejenigen, die schon wieder eingeschaltet haben, ich würde vorschlagen, wir warten mal kurz noch 1-2 Minuten, dann haben vielleicht auch die anderen die Möglichkeit zurückzukommen. Ich glaube, in der Zwischenzeit habt ihr gar nichts verpasst. Unsere Ermittler haben lange diskutiert, welche Personen sie bereits befragt haben, über wen und über was. Sind relativ ratlos, haben festgestellt, dass sie bis jetzt sich leider nicht ganz so viele Notizen gemacht haben. Also schon mal Tipp an alle, die in Zukunft City of Angels spielen, nicht unterschätzen, sich die Notizen zu machen. Das wird sehr schnell sehr viel. Und genau, das Letzte, was passiert ist, dass der Dee eine Aussage verweigert hat. Ich glaube, über die Drogenabhängigkeit von der Sally. Genau, da war er leider nicht so kooperativ. Und danach haben wir ein bisschen philosophiert, was wir schon für Aussagen heute Abend gehört haben. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, seid ihr noch etwas ratlos. Aber ihr habt noch einen vollständigen Tag und zusätzlich den Zug vom Daniel. Und du hattest jetzt ein paar Minuten Zeit, dir Gedanken zu machen, was du denn machen möchtest. Genau, und da würde ich jetzt sagen, ich bleibe bei dem, was ich quasi angefangen hatte, bevor der kleine Abbruch kam. Ich durchsuche den Standort, also ich durchsuche hier die 96, den Nightclub. Ja, da gibt's Folgendes. Unter den bösen Blicken der Stripperinnen stellst du das Topsies auf den Kopf. Nichts außer klebrige Flicken und ein paar abgestandener Gläser Bier. Richtig widerlich. Passiert. Ihr müsst auch mal wieder eine durchwischen. Gut. Ich werde mal das Ordnungsamt da durchschicken. Dann kriegen die ihre Lizenz entzogen. Das heißt, es war einfach mal wieder eine Aktion für die Katz. Naja, dann würde ich doch mal gerne, weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach, weil wir haben jetzt ja eh gegen den Charlie noch das Hütchen und wenn wir jetzt dann gleich alles gemacht haben gegen den, mit dem, dann uns nicht benutzt haben, ist ja auch Quatsch. Dann würde ich doch gern mal... Ja, wichtig ist natürlich auch für euch, das seht ihr hier vom Spielaufbau. Möglicherweise jetzt gerade nicht, aber es gibt hier auch noch eine Fallkarte, die ihr nicht gesehen habt. Das heißt, wenn die irgendwann mal aufgedeckt wird, habt ihr die Möglichkeit, da auch noch natürlich nochmal die Verdächtigen zu befragen, was auch immer da drunter ist. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Red Herring ist und die Karte im Spiel gar nicht mitspielt. Weil ich glaube, dass es das nicht gibt. Nochmal den Charlie. Nochmal, was hast du? Charlie durchsuchen. Charlie durchsuchen. Stimmt, könnte ich auch noch machen.
Ja, dann machen wir das doch mal, weil dann, ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also, Charlie wird durchsucht. Ja. Ich glaube, das gefällt ihm gar nicht. Ja, klar. Und er sagt: Hey Detective, Grabschfinger, lassen Sie Ihre Flossen von mir. Du bleibst cool und filzt das Großmaul. Er grinst, als du nichts findest. Sehen Sie? Sauber wie eine Nonne untenrum. Ja, toll. Also, nichts gefunden, nichts gefunden. Also die Sprüche sind auf jeden Fall on point in dem Spiel. On point. Leider nicht so hilfreich für uns, aber ja. Das gibt ja aber, das ist ja aber auch schon mal wichtig fürs Spielgefühl, ne? Fürs Flair. So, Gut, das war, also glaube ich, die zweite Aktion. das war eine Aktion Nummer zwei, genau. Ja, und dann würde ich jetzt einfach auch sagen, ich befrage ihn mal nach, was haben wir denn jetzt noch so alles da? Der Die ist so einer, der macht eh die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Quatsch und komische Sachen. Ich Der dachte, das Damm ist wäre einfach da. nur bescheuert. Ach so, ja. Ja, Okay. was sind denn so eure bisherigen Vermutungen? Ich meine, ihr habt jetzt fast zwei Drittel der Zeit hinter euch. Wenn ich später ganz gutmütig bin, gebe ich euch vielleicht noch einen vierten Tag, nochmal so eine Person oder so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass an der ganzen Sache vier Personen beteiligt sind, eine Waffe und Drogen. Okay. Ja, das würde ich unterschreiben. Ich denke auch, gewagte These, aber ich würde sagen, die Sally, die war drogenabhängig. Das ist doch schon mal gut. Von der schlimmsten Sorte. Und sie wurde mit einer Waffe erschossen. Gut, oder? Das ist Zwei, doch. mit zwei Schuss. Wir sind auf dem richtigen Weg. Bin fast bereit zu lösen. Vielleicht war es aber auch ein Bohnenbauer. Sie hat ja blaue Bohnen im Rücken gehabt. Ja, stimmt. Möglicherweise war es das. Das ist auch ein Begriff. Ich musste den Absatz zweimal lesen, weil ich habe das noch nie gehört. Hat kurz gedauert. Okay. Als wir vor 6 Monaten die englische, länger glaube ich schon her, von einem Jahr oder so, die englische Version gespielt haben, und ich meine, ich verstehe schon so ein bisschen Englisch, aber ich hatte den Eindruck, jedes zweite Wort habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und dann haben wir später festgestellt, es gab am Ende dieses Rätselheftes, gab es eine Übersicht über die Slangbegriffe der 40er Jahre aus Los Angeles. Das heißt, selbst die Engländer haben keine Ahnung, was da drin stand in der Einleitung. Gut, ja. Das Ist ist ja so lange klar, ne? gespielt. So, Ah ja, gut, zwei Aktionen Leute. hast du noch. Dann bleibt da noch eine übrig, weil ich sag mal, ich würde jetzt nicht mehr woanders hinrennen. Also es gibt ja keinen wirklichen Ort mehr, der noch irgendwie interessant wäre für uns. Ja, das kann ich dir verraten. Deswegen, Da taucht, glaube ich, kein weiterer Ort mehr auf. ich bleib da jetzt einfach und dann würde ich gern den. Wie ist das? Muss ich das vorher entscheiden, mein Druckmittel zu benutzen Du musst oder kann immer, ich? bevor ich dir eine Antwort gebe, mir sagen, dass du die optimale haben willst. Genau. Okay. Ja, zu welchem wollen wir die optimale haben? Zu Damm, zu Die oder zu ihm selbst? Ich glaube, ich würde zu ihm selbst sagen. Und es war ja gerade beim Diso, dass er ein bisschen was über sich selbst erzählt hat. Das wird jetzt wahrscheinlich hier beim Charlie auch so sein. Bin einer von zweien, hat er gesagt. Toll. Oder halt der. Ich befrage ihn jetzt, weil das auch irgendwie so das ist so das, was am weitesten weg von allem ist, weil wir jetzt irgendwie alle der Meinung sind, dass der Damm einfach nur Handlanger und doof ist. Das glaube ich noch nicht so richtig. Ich befrage den jetzt nach dem Damm. Mit dem Druckmittel oder einfach nur so? Ich glaube einfach nur so. Einfach nur so? Okay. So, was haben wir denn da Jetzt bin ich Schönes? gespannt. Oh ja, da sagt er Folgendes. Lieber Kerl, aber ich bin's leid, ihn zu decken, nur weil er so blöd ist. Sally sagte, Vollidiot zu ihm, direkt ins Gesicht. Na, da hat er abgedrückt. Ich glaube, der wusste gar nicht, was er da tut. Das ist eine Lüge. Er ist ein Bauernopfer. Vor allem, weil Sally hatte die Schüsse im Rücken. Und wenn sie Vollidiot ihm ins Gesicht gesagt hat, kann er ihr nicht in den Rücken geschossen haben. Das ist Zweifel. auf jeden Fall. Ich bin einfach so ein krasser Ermittler. Das ist der Wahnsinn. Bist du sicher, dass du einen Helm einsetzen Eifel. möchtest? Also, hier, nix da. Das glaube ich dem nicht. Du willst es unter Druck setzen. Ja, nee, kann ich doch nicht mehr. Ich kann ja Du kannst anzweifeln, kann ich nicht. das anzweifeln, ja. Ja, dann, Das willst du hier, machen. Kollege, Na gut, füge dann mir noch kriegst du nichts ins noch ein Gesicht. Druckmittel gegen den Charlie. Ich dachte, da habt ihr schon eins, da Aha. kann ich euch auch noch eins geben.
Siehst du? Der hat nämlich in Wirklichkeit was ganz anderes gesagt, nämlich... Oh nein, das habe ich schon aufgeschrieben, jetzt, das fällt voll. Ja, das war möglicherweise gelogen, vielleicht entsprach es dennoch der Wahrheit, aber da könnt ihr einfach keine Aussage drüber treffen. Was verrät er euch jetzt, wo ihr ihn unter Druck setzt? Kann er nicht ausstehen? Es geht, wenn die dabei ist, aber der Mann, was für einen Armleuchter, stopft sich die ganze Zeit irgendeinen Fraß rein, heißt nicht umsonst Damm. Also, okay. Wenn die auch mal Aussagen treffen, die irgendwie was aussagen und nicht, dass sie sich nur gegenseitig irgendwie dumm finden oder nicht so schlau oder mögen sich irgendwie oder sind irgendwie drogenabhängig. Mensch, Mist. Mensch. Also die haben sich auf jeden Fall mal nicht so arg lieb. Oder eher ihn. Die Frage ist, wer ist die? Wenn die dabei ist. Nein, die. Ja, die DiCaprio. Der Typ ist doch die. Okay, ja. Aber das ist... Mein erstes Ermittlungsergebnis steht fest. Wir wissen jetzt, wer die ist. Oh, okay. Wir nennen ihn ab sofort einfach Dieter. Das ist irgendwie vielleicht ein bisschen besser. Dieter. Ich dachte, ich wäre auf einer guten Spur, hier herauszufinden, wer die ist. Oh Gott. Eine vierte Aktion also hast gut. du noch. Sorry, was? Ich habe noch eine Aktion, ne? Ja, genau. Ja, so, und ich habe aber jetzt, also wir haben ja eigentlich nur noch, wir können den über sich selbst und über die befragen. Wir haben zwei Druckmittel gegen den Typ, also dann befragen wir ihn jetzt über, die findet er auch okay. Ich würde ihn mal nach sich selbst befragen, Leute. Was sagt ihr da dazu? Und direkt aber Druckmittel. Druckmittel, direkt mit drauf. Mit Druckmittel, richtig, gib ihm. Na gut. Direkt drauf, Druckmittel. Machen wir gerne, da versuche ich euch auch gar nicht abzulenken, so viel Druckmittel, wie ihr gegen ihn habt. Wissen Sie, wer ich bin? Wissen Sie das? Ich bin Charlie Max und vergessen Sie das nicht. Wer das vergisst und wozu ich fähig bin, naja, den Rest können Sie sich denken, Detective. Also Leute, das sich selbst zu befragen, ist auf jeden Fall totaler Schwachsinn. Das ja, haben wir jetzt nicht. Am zweiten Mal gemerkt, ist Mist. Ja. Ich empfehle euch, auch, wenn man ihn zu Charlie befragt, dass er Charlie ist. Ja. It's me again. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, den Damm nachher auch noch zu sich selbst zu befragen. Da wartet ein absolutes Highlight auf euch. Das glaube ich. Die Aktion würde ich euch vielleicht auch schenken. Hören. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht trotzdem gerne hören würde. Naja, okay. Gut. Ezra, reit also uns aus der Scheiße. Wir wissen jetzt, Tag 2 haben wir herausgefunden, wer die ist. Und wir haben herausgefunden, dass Charlie ist. Also, wir sind absolut Top-Ermittler, wie man hier feststellt. Und er setzt euch natürlich hier auch so ein Dings, bisschen unter Charlie Druck und droht euch. Der hat uns einen Finger gezeigt, genau, ja. Ich soll euch das aus der Scheiße reißen. Ja, ich stehe vor dem größten Deppen hier am Spielfeld, nach mir selbst. Ich weiß nicht, ob das irgendwas wird hier. Was hast du bei dem jetzt eigentlich schon gemacht? Du hast ihn nach der Waffe gefragt, ist Bum-Bum. Und dann hast du es nach der Sally gefragt. Genau, die hat er getragen für die. Sprich, wir können ihn jetzt noch nach Drogenabhängigkeit, nach dem Die, nach sich selbst, das machen wir nett, und nach dem Charlie befragen. Und ich kann den Ort durchsuchen, vielleicht finde ich ein paar Hotdogs, ja. Und ich kann ihn durchsuchen. Vielleicht hat er aber auch die Tatwaffe oder irgendwie den weiß nicht, das Tat, was weiß ich was, den letzten Hinweis irgendwo in einem Hotdog versteckt. Das finde ich einen sehr guten Tipp. Deswegen würde ich ihn jetzt erstmal selbst durchsuchen. Also ich durchsuche Damm. Oder er hat einen Hotdog in die Jacke gesteckt. Das kann auch sein. Ich finde einen Hotdog. Damm DiCaprio. Du durchsuchst ihn? Ja. Okay. Bevor du ihn filzen kannst, überreicht dir Damms fröhlich... was steht da? Überreicht dir Damm fröhlich einen Colt. M1911. Hier, Damms neue Bang Bang. Er wird geknickt, als du die Waffe beschlagnahmst. Er dachte, du wolltest es ihm abkaufen. Oh. Ja, wir decken Fallkarte G auf. Arme Dumm-Dumm. Und das können wir vielleicht einmal kurz zeigen. Hier, der Colt wurde gefunden. Was es damit auf sich hat, das weiß man nicht. Das werde ich aber gleich wissen, wenn ich ihn danach befrage. Soll ich euch das mal vorlesen, was er dazu sagt? Kurz mal überlegen, welche Antwort er hier nimmt. Moment, ist das jetzt auch, dass du den jetzt deswegen einfach so befragen kannst? Oder wie war das?
Du hast jetzt die Möglichkeit, auch alle drei Personen über diese neu gefundene Waffe zu befragen. Ja, ja, schon klar. Nur ging es jetzt da auch, da war doch vorhin irgendwie was, dass man irgendwie keine Aktion braucht. Oder war das nur, wenn du die Person findest? Nur wenn man oder die Person findet. Also das ist schon eine Aktion, okay, die ihr hier braucht. Aber ihr habt ja noch drei. Ja, dann legen wir los. Ja, soll ich mal loslegen? Hat Damm von die. Damm mag Bang Bangs. Bang Bang, Bang Bang. Oh. Okay. Also Bang Bang ist offenbar eines meiner Lieblingswörter. Guck mal, ich habe jetzt noch, ich habe noch zwei Verhöraktionen. Na. Wollen wir ihn darauf, also wollen wir ihn festnageln, aber ich glaube, es hört sich vernünftig an. Ich glaube, das ist einfach, ich würde da jetzt nicht nochmal nachhaken. Kein Druck ausüben. Nee, aber ich würde ihn jetzt nochmal nach Charlie und nach die befragen, theoretisch, oder? Ja, also ich glaube tatsächlich nicht, dass der so richtig viel rausrücken wird, aber es viele andere Optionen haben wir auch nicht. Also wahrscheinlich das ja. Ja, Alternative wäre natürlich, dass du ihn in Ruhe lässt und nochmal eine andere Person befragst. Ja gut, aber bis er da ist... Zum Charlie käme er noch, aber vielleicht hat natürlich käme auch noch, der Damm noch irgendwelche Geheimnisse. Ja, also es ergibt ja gar keinen Sinn, dass ich meine Aktion ja, für Bewegung verschwende, wenn Daniel sowieso bei Charlie ist. Okay. Du versuchst mich dann nur hier irgendwie quer durch die Stadt zu scheuchen. Auf dich höre ich überhaupt nicht, Sticheljunge. Ja gut. Sticheljunge. Ja, dann mach das doch, dann befrag den doch nochmal weiter. Der Damm. Ich weiß ja nicht, was haben wir denn sonst zu tun? Oder was kannst du denn sonst noch machen? Nix, Standort suchen, ja, aber ich glaube, wie gesagt, findest du Hotdogs. Am Hotdog-Stand, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. So, findest du Hotdogs und vielleicht eine Tageszeitung. Damm, Junge. Bei euch, ich glaube, Stammbaum ist ja mehr so ein Kreis. Kannst du mir was über die andere Hälfte des Kreises erzählen, über den D? Ob er das verstehe? Ich weiß es nicht. Ist nicht so schlimm, wenn er es nicht versteht, sonst knallt er vielleicht noch ab. Damm verarbeitet die Frage. Ja, ich muss mal lesen, was ich hier so für Optionen habe. Die schwarz geschriebene Option am besten. Ach so. Na gut, ich lese euch meine vor. Die, der mag Damm, Entschuldigung. Und Damm die. Die mag auch Angie. Kennen Sie Angie? Mag die so wie Damm Hotdogs. Mhm. Das haben wir gemerkt, ja. Also die mag Angie. Hör mal jetzt Angie gleich wieder. Angie ist die, wo... Wo wir noch gefunden haben, ne? Ja. Okay. Ja, nochmal nachhaken. Ey, das ist schon die beste Option. Das ist... Man muss ja auch manchmal verstehen, was das Spiel einem sagen will. Das ist die beste Option, weil das Spiel einem so einen Tipp gibt, dass... die bei Angie ist und nicht bei Janice Thompson. Das haben wir ja schon gemerkt. Ja, genau, das haben wir schon gemerkt. Das heißt, wir gehen zu ihm aus, aber wir müssen auch nicht nachhaken, weil er kommt nicht. Ja, das stimmt. Du meinst quasi, das würde uns, hätte uns dahin geführt, würden wir das noch nicht wissen. Ja. Genau. Ja. Okay. Deswegen würde ich jetzt nochmal weiterfragen. Das ist ja sehr nett, Damm. Das habe ich verstanden. Und jetzt sagen wir nochmal, wie das mit Charlie ist. Charlie! Damm liebt Charlie! Okay. Damm, Junge! Er gibt mir die Zigaretten aus! Ich will eine richtige Antwort! Ich hake da nochmal nach. Du hakst da nochmal nach? Ja, Damm hat nichts weiter zu sagen. Ich nehme den Hut mal an mich. Das heißt, das war so die sicher. Beste Antwort. Es tut mir leid, ich war mir so sicher. Er ist ja komisch, weil Damm liebt Charlie, aber Charlie liebt Damm nicht, ganz offensichtlich. Also so gar nicht. Also, ja, vielleicht deswegen. Ja, weil er ihn liebt so. Vielleicht. Okay, dann bin ich leider durch. Wäre jetzt noch gut zu wissen, so auf der Skala von Damm zu wissen, so wie sehr liebt der Charlie? Die Hot Dogs? Oder wie? Weiß man jetzt nicht so genau. Okay, also. Ich bin ja immer noch bei die.
Der hat uns einmal die Aussage zur Drogenabhängigkeit von Sally verweigert und wir haben jetzt natürlich den Colt, von dem Dumb gesagt hat, er gehört die. Ja, dann. Das heißt, ich würde ihn jetzt wahrscheinlich zuerst mal zu diesem Colt befragen wollen. Ja. Das also finde ich legitim. Guck mal, hier im Chat kommt doch schon Hilfe. Es war Angie, weil sie eifersüchtig auf Sally war. Ja, ich fürchte, Angie ist keine der Verdächtigen. Ich sag doch die ganze Zeit, dass es irgend so eine Sache ist. Irgendwas ist da... Also ich finde die Theorie super. Ich habe die auch schon mir so mal, kam die auch schon in den Sinn, aber... Ich halte euch nicht davon ab, das am Ende als Lösung zu nennen. Vielleicht hat aber auch die Sally getötet für seine Liebste. Oder so. Keine Ahnung. Befrag den doch jetzt mal nach dem Colt. Ja, genau. Du bist doch dran. Ja. Überprüf das doch mal. Genau, ich befrage jetzt die erstmal zu dem Colt. Ja, die verweigert die Aussage. Schon wieder? Ja, ihr habt mir ein paar von diesen Hüten gegeben. Das ist jetzt... Tut mir leid, wie viel hast du jetzt noch? Noch doch, jetzt noch zwei, oder? Ne, jetzt noch drei. Drei habt ihr noch. Nee, das ist richtig schlecht Hüte. Jetzt, weil... Du hast noch zwei Hüte, ne? Ich hab noch zwei, ja. Ja, ja. Wobei ihr natürlich einmal hier bei Charlie Max noch eine Frage stellen könnt und ihn unter Druck setzen könnt und da darf ich keinen Hut nutzen. Dos Sombreros. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil nee, es stimmt, das ist gut, weil Charlie, du stehst ja bei Charlie, Daniel. Richtig, ich kann das allerletzte, die Info zu die oder zum Colt kann ich bei ihm rauspressen. Genau, nur mein Problem ist jetzt, dass ich die in dieser Runde ja nicht mehr zu dem Colt befragen kann. Und das bedeutet, dass wir ihn in diesem Spiel eigentlich gar nicht mehr zu Colt befragen können, weil ich ja eigentlich nicht mehr dran bin. Moment, du kannst die nicht mehr zum Colt befragen? Genau, mal, was der Daniel kann das gleich nochmal machen. Genau, aber dann müssen wir erst dahin. Stimmt. Ja gut, okay, das ist dann jetzt nun so, dann würde ich ihn jetzt nochmal zur Drogenabhängigkeit befragen. Zur Drogenabhängigkeit? Ja. Also hierzu, Sally war drogenabhängig. Ja, genau. Nochmal quasi. Ja, da hat er ja eben die Aussage verweigert. Ja klar, die hält mir ihre Kinderknarre vors Gesicht und so, gibt mir sofort den ganzen Stoff, oder? Zum Glück würde die dann ausgeknipst, sonst hätte die mein Hirn über den Steg verteilt. Mhm. Das haben wir quasi schon mal gehört von jemand anders. Nee. Aber guck mal hier. Die Sally hat mit ihrer Knarre, mit der Daring, den Dieb bedroht. Mhm. Dumb und die Zwillinge, sind ja hier unzertrennbar quasi. Ja. Und Charlie hat gesagt, dass der... Nee, irgendeiner hat gemeint, dass eine Waffe von Dumb wäre. Nee, Dumb hat es gesagt, dass der Colt von ihm... Der Charlie hat gesagt, dass es ein Dumb seine Waffe ist, das Mädchen, die Mädchenwumme. Ja. Was ich sagen wollte, ich habe keine Ahnung. Ja, die Frage ist, also wir haben einmal die Aussage, dass die Waffe von Sally selbst ist. Und wir haben die Aussage, dass die Waffe von Dumb ist. Mhm. Und, nee, Moment mal, die hat doch gesagt, die Waffe ist von Charlie. Die hat gesagt, die Waffe ist von Charlie. Charlie hat gesagt, sie ist von Dumb. Und Dumb hat gesagt, sie ist von Sally. Sie ist von Sally. So. Aber und der Die hat sich jetzt gerade eben selbst widersprochen, weil der Die hat nämlich ja gesagt, dass die Knarre dem Charlie wäre. Aber er hat eben gesagt, mit ihrer Mädchenknarre. Vielleicht meint er ja dieselbe Waffe. Wahrscheinlich, weil er hat vorhin ja auch gesagt, als er gesagt hat, sie wäre von Charlie, dass es eine Frauenwaffe wäre. Jo. Also es passt ja zusammen. Jo. Das wiederum würde, also wenn man jetzt mal weiterspinnt, würde es bedeuten, dass die Waffe Sally gehört. Mhm. Die hat damit irgendwie die bedroht, warum auch immer, so ganz genau. Ja, und vor allem, warum wollen die sich alle die Waffe zuschachern, wenn die doch ihr gehört hat? Ja, und irgendjemand hat sie dann von hinten erschossen. Ja, das hat ja jetzt... Moment, das hat ja... Wollen eben gerade jemand gesagt, dass das der Damm war.
Und er weiß gar nicht, was er getan hat. Das kam ja raus, als ich mit den Charlie nach dem Damm gefragt habe. Und da habe ich ja, das ist ja definitiv die richtige Aussage, weil da habe ich ihn ja unter Druck gesetzt. Und der hat gesagt ja, dass der Damm die Sally umgelegt hat. Nee, die richtige, nee, genau, der hat das gesagt, dann hast du ihn unter Druck gesetzt und dann hat er nochmal als korrekte, also als hilfreichste Aussage gesagt, dass er ihn nicht ausstehen kann. Wollen wir mal diese Aussage gerade Stimmt. eben noch anzweifeln? Einfach nur, um zu wissen, ob Sally sich wirklich in Richtung, also ob Sally auf die ausgerichtet war. Weil wenn sie ihm die Waffe ins Gesicht gehalten hat, wissen wir ja, dass er nicht der Mörder gewesen sein kann, sondern dass jemand anders quasi ihr in den Rücken geschossen hat. Ja. Einfach nur, um zu wissen, in welche Richtung Sally quasi gedreht war. Okay, gut. Ja, von mir aus machen wir das. Dann zweifle ich Also, das an. einfach nur auf, also das Risiko ist natürlich hoch, dass wir jetzt da wieder eine Sebastian hat Geschichte sowieso ansetzen genug, lassen. genug Hütchen von uns vor sich stehen. Das ist jetzt, glaube ich, auch egal. Er ist ja aber auch für unseren Spielgenuss Genau, zuständig. das musst du immer Ach. bedenken, Sebastian. Ihr zweifelt das an. Ja. Ja, ich nehme mir noch einen Hut. Das war tatsächlich die Top-Antwort. Aber bedenkt auch natürlich, dass es hier eine Aussage nur zu einer Waffe gab und es natürlich noch eine zweite Waffe ist, die hier im Spiel möglicherweise ist. Ja, aber dazu hatten wir ihn ja schon Okay. gefragt. Aber jetzt wissen wir, dass Sally in Richtung die stand. Das heißt, dass der Mörder nicht die gewesen sein kann. Das stimmt. Achtung, steile These. Die wollte Drogen verkaufen, also die wollten hier einen Drogenhandel machen. Die stehen voreinander. Die Freundin von, die Verblichene von dem, die Janice, die da vorhin so an die Decke gegangen ist, stand irgendwo dabei, hat es gesehen, hat die abgeknallt und ist ab. Aber sie ist ja gar keine Verdächtige, demnach kann sie ja auch nicht die. Weißt du das? Okay, also ich habe jetzt noch zwei Aktionen, wenn ich Ganz mich nicht genau. vertan habe. Das heißt, ich glaube, bei dir haben wir jetzt sämtliche, also beziehungsweise nach dem Colt darf ich ihn nicht nochmal fragen, diese Runde, weil er die Aussage verweigert hat. Und alle anderen Dinge haben wir ihn schon gefragt. Das wiederum bedeutet, dass ich jetzt eigentlich noch zwei Aktionen übrig habe. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. In der Anleitung ist es definitiv so, dass sowohl die Tatwaffe als auch der Mörder hier als Fallkarte ausliegt. Also die Angie war es auf keinen Fall. Ja. Steht in der Anleitung auch so ganz klar drin. Das ist doof. Ja, okay. Also ich habe noch zwei Aktionen. Bei die selbst kann ich eigentlich nichts machen. Ich habe den Ort durchsucht, ich habe ihn durchsucht, ich habe alles gefragt, was man fragen kann. Jetzt muss ich mal hier auf meinen Plan gucken, wo ich überhaupt hinkomme. Ich stehe an Ort 92. Ja, das ist natürlich hier die Möglichkeit, auch einfach deinen dritten Tag in einem Polizeirevier zu beenden und einen finalen Bericht zu schreiben. Und das hilft was? Ja, gar nicht. Ah ja, okay, Kaffee, cool. Donut. Toll, toll, toll. Aber ich würde ja mit einer Aktion zum Charlie kommen. Das ist korrekt, ja. Und könnte den noch was fragen mit der letzten. Dann könnte nämlich Daniel noch mal gleich, wenn er dran ist, mit einer Aktion zum D kommen und noch mal nach der Waffe, nach dem Colt fragen. Richtig. Was haltet Also ihr davon? ich kann tatsächlich ja, also den Damm, den würde ich sagen, den lassen wir jetzt mal gehen. Das hat ja eh irgendwie zu nichts Ja, da kommt geführt. ja eh auch keiner so ganz gut hin. Da bräuchten wir beide zwei Aktionen, nur um Nee, hinzukommen. nee, ich könnte auf einmal, weil ich stehe Ach, direkt auf der Grenze. stimmt. Hast recht, ja, du stehst ja schon. Aber ich denke schon, ja, das. Also du hast ihn ja eben gerade nochmal hier mit drogenabhängig. Hast du ihn ja noch mal gefragt, das, was er vorhin verweigert hat, und jetzt hat er das mit dem Colt verweigert. Genau, und Ja. das könntest du ihn dann gleich nochmal fragen. Und ich könnte dir Ja. dafür eine Aktion beim Charlie abnehmen. Genau, dann mach doch das. Dann machen wir das. Du gehst Gut, zum also dann gehe ich mit. Charlie rüber. Genau. Jetzt ist noch die, wie viel von unseren Markern liegen bei Charlie? Einer Einen noch. noch.
Okay, wir haben noch zwei Sachen, wenn ich das richtig sehe. Wir haben ihn noch nicht zu Dee befragt und wir haben ihn noch nicht zu Colt befragt. Korrekt. Ich finde ja das mit dem Colt spannender. Weil ich weiß jetzt nicht, ob er so viel zu Dee jetzt noch zu sagen hat, was wir noch nicht wissen. Ja, dann quetschen doch aus mit dem Colt. Komm. Dann würde ich vielleicht den letzten Marker benutzen, um nochmal ihn zu zwingen, was Sinnvolles zum Colt zu sagen. Hat jemand bei einer Ermittlerkollegen Einwände? Nee, gib Stoff. Gut, dann. Machen wir. Ellbogen Charlie ins Gesicht. Gut. Waffe vors Gesicht halten und los geht's. Ja, das ist gut. Dann brauche ich zumindest die ganzen Antwortmöglichkeiten hier nicht lesen. Max Augen weiten sich. Wo haben Sie die denn her? Er fängt sich sofort wieder. Ich sag nichts mehr. Arschloch, ich kenne meine Rechte. Okay. Er wirkt überrascht, überrumpelt und auch so ein bisschen eingeschüchtert. Mhm. Na, das ist doch, das hört sich gut für mich an. Okay, damit bin ich ja durch. Genau, und dann haben wir die letzten vier Aktionen des heutigen Abends. Also gut, dass wir den auch alles gefragt haben, würde ich dann gern den Charlie nochmal nach Dee befragen. Ja, Charlie sagt, wollen Sie die Wahrheit hören? Dee hat Sally kalt gemacht. Zwei in den Rücken. Finito. Gib dem Leben ist das die Wahrheit. Der hat jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, dass einer die kalt gemacht hat. Wie viele Hüte haben wir denn noch? Ja, also zwei, drei, glaube ich. Dann wird es sich doch lohnen, hier nochmal Druck zu machen, oder? Nee, wir haben gar keinen mehr. Also gegen irgendjemanden, gegen oder? Gegen jemanden nicht, aber ihr habt noch im allgemeinen Vorrat welche. Ach so. Moment, wer? Ich vermute mal, dass ihr noch zwei habt. Ich habe die Male zurückgelegt, weil es jetzt auch nicht so ganz dramatisch ist in diesem Einführungsfall. Ach stimmt, wir haben da ja auch welche am Anfang. Ja stimmt, das hatte ich total vergessen. Wir könnten natürlich jetzt Sebastian oder unseren Stichel dazu zwingen, uns die Wahrheit zu sagen. Allerdings laufen wir dann vielleicht Gefahr, dass er uns gleich bei Dee nochmal die Aussage verweigert zu dem Colt. Ja, ich könnte jetzt auch rüberlaufen zu Dee und könnten da zwingen, halt zu sagen, hier Wahrheit beim Colt. Ja, wir haben ja so, also zwei Hüte haben wir ja noch. Genau. Genau, also würde ich theoretisch bei beiden zwingen. Also, naja, zwingen nicht, weil wir haben ja kein Druckmittel gegen die beiden Personen direkt. Was haben wir denn jetzt noch? Ich bin jetzt noch bei Charlie und den haben wir jetzt noch nicht gefragt nach nix. Den haben wir alles gefragt. Den habe ich jetzt alles gefragt. Die Frage ist jetzt nur, ob wir dieses Dee hat Sally gekillt, ob das wirklich die beste Antwort ist. Hm. Also komm, anzweifeln, beziehungsweise das möchte ich gerne nochmal nachforschen. Okay, dann hast du ein Druckmittel gegen Charlie? Und er gibt noch ein bisschen mehr Preis. Kam vorhin vorbei, total nervös. Hat was mit einer alten Flamme von mir. Ein Miststück namens Angie, drüben am Redondo. Was juckt's mich? Hab schließlich sie auf die Straße geworfen. So, kannst du es nochmal vorlesen? Ja, klar. Kam vorhin vorbei, total nervös. Hat was mit einer alten Flamme von mir. Ein Miststück namens Angie, drüben am Redondo. Was juckt's mich? Hab schließlich sie auf die Straße geworfen. Aha. So. Ich merke, es hat schon seinen Grund, dass ich kein Polizist geworden bin. Das hat schon so seine Gründe. Ich würde sagen, wir kriegen jetzt ja auch nicht mehr aus dem raus. Nee. Definitiv war er von dem Colt überrascht. Eingeschüchtert. Die Angie ist ja offensichtlich eine Verflossene von ihm, an der jetzt knuspern geht. Das hast du schon gesagt. Genau, und dann würde ich doch mal sagen, bewege ich mich zum Dee auf die Dingens hier, 92. Jawohl. Und
werde die richtige Antwort über den Colt aus ihm rausquetschen. Ja, du hast leider kein Druckmittel gegen ihn, deswegen befragst du ihn erstmal zum Colt ganz normal, ja? Achso, ich dachte, wir hätten noch so allgemeine Druckmittel. Ja, die könnte zum Anzweifeln einsetzen. Ach so, Druckmittel erhaltet ihr nur, wenn ihr was korrekt anzweifelt. Ja, dann auf Fluss. Sag mal was zu dem Colt. Ja, nee, die macht das Gleiche wie den ganzen Abend schon, der sagt überhaupt nichts. So, das war's, glaube ich, oder? Ne, eine habe ich noch. Eine hast du noch? Ja. Ich würde nochmal nach der Drogenabhängigkeit fragen, aber da kommt wahrscheinlich auch nichts Sinnvolles rum. Da haben wir ja schon die beste Antwort. Echt? Mhm. Oh, okay, das habe ich nicht notiert. Hervorragend. Ja, das ist ja das Ding. Wir haben jetzt ja schon bei eigentlich so ziemlich das Einzige, was jetzt eigentlich noch offen ist, ist hier der Damm. Und sonst, nach was könnten wir den denn nochmal fragen? Was war denn nochmal nach Charlie. Nochmal nach Charlie. Hat Sally nicht umgepustet? Ja gut, komm, los. Fragen nochmal nach Charlie. Die vorherige Aussage war, dass er die Sally nicht umgepustet hat. Ich weiß, was die vorherige Aussage war. Das weiß er doch sowieso. Charlie ist kein Chorknabe, aber auch kein Killer. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Er hat die Lady nicht umgepustet. Und jetzt können wir es nochmal anzweifeln und dann wissen wir, ob es... Was anderes können wir eh nicht mehr machen. Dann verrate ich euch noch die richtige Antwort. Sie wissen doch, wie es läuft, Chef. Wenn ich hier singe, bin ich genauso tot wie diese Braut. Ja, komm, dann wissen wir doch jetzt alles, oder? Okay, das ist klar. Ja, natürlich. Dann dürft ihr euch jetzt beraten. Im Chat darf natürlich fleißig mitgetippt werden. Wir brauchen hier den Täter, die Tatwaffe und vor allem das Motiv. Als Motiv gibt es so mehrere Möglichkeiten, die ihr habt. Die stehen auch theoretisch auf der Rückseite eures Bogens, aber ich vermute, dass in der Kopie, die wir euch gegeben haben, das nicht dabei ist. Dafür soll ich sie mal verlesen? Die Liste der Motive. Nadine hat sie, glaube ich. Dann kannst du sie einfach einmal durchgehen mit deinen beiden Co-Ermittlern. Genau. Also, das erste Motiv ist Unfall. Ich würde sagen, das können wir ausschließen. Jo. Und um das noch einzuwerfen, es kann sein, oder bei manchen Fällen soll das wohl auch so sein, dass es durchaus mehrere Motive gibt, die jetzt hier anerkannt werden am Ende. Also ein Hoppala war es mal nicht. Nee, dann gibt es als nächstes Wut. Also Wut hört sich für mich schon gar nicht so schlecht an. Ja, nur da kann ich jetzt gerade noch keine Verbindung ziehen zu. Ja, ich notiere mir einfach mal nebendran, was quasi rein theoretisch denkbar wäre. Was haben wir noch? Drogensucht, ja, das ist, glaube ich, können wir auf jeden Fall notieren. Dann haben wir noch Verbindung zur Mafia. Das sehe ich jetzt nicht so richtig. Also, Nee. Was meint ihr? Nicht so, ne? Nicht wirklich. Auf jeden Fall die Drogensucht. Unzurechnungsfähigkeit. Verdammt vielleicht. Ja. dann haben wir Geld, Gier. Weiß nicht. Ich glaube, der ist eh schon gestopft genug. Dann haben wir noch Geltungsdrang. Alter. Was haben wir noch? Besessenheit. Das glaube ich auch nicht so richtig. Politisches Motiv. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht. Religiöses Motiv. Das kann man, glaube ich, auch ziemlich schnell ausschließen. Rache. Das. Immer gut. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall an Damm rächen. Das war nämlich ganz schön nutzlos der ganze Abend. Da hat sich auf dein Niveau hinabgegeben. Notwehr, das kann man, glaube ich, auch einfach rausstreichen. Dann haben wir noch Sex, Eifersucht. Immer ein schöner Grund. Geht immer. Das sind 90% der Frelle beruhen da drauf. Also, wir gehen nach Statistik. Dann haben wir noch Selbstmord. Sicher nicht. Da hat gar keinen Fall. Geheimnis bewahren war es wohl auch nicht. Und Vertuschung.
auch nicht wirklich. Hm, vielleicht wusste die irgendwas. Hm. Und dann hätten wir aber extrem schlechte Mittel, denn wir haben nichts dergleichen rausgefunden. Das halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich. Nee, ist schon im Rahmen des Möglichen, aber. Also ich habe mir notiert, was rein theoretisch denkbar wäre, meiner, also unserer Ansicht nach, Wut, also nicht unbedingt alles sehr wahrscheinlich, aber Wut, Drogensucht, Unzurechnungsfähigkeit, Geld bzw. Gier, Geltungsdrang, Besessenheit, Rache oder Sex, Eifersucht. Ja, ich würde mal sagen, es war auf jeden Fall die Drogensucht. Das wurde ja so oft erwähnt, herausgestellt, dass Sally drogensüchtig ist. Ich glaube, das ist relativ klar. Ja, dass die dann vielleicht auch einfach tatsächlich, einfach nur, dass es darum ging, dass die einfach mehr haben wollte und die sich halt gedacht haben, nee, wenn ich bezahlen kann, weg. Ja. Aber das wäre doch eher Geldgier. Weil, also, warum sollte es den anderen drei Verdächtigen Find's jetzt nicht gierig, wenn ich einen Preis verlange und dann die ist nicht bezahlt und dann knall ich es halt ab. Das ist okay, gut. Du stehst auf jeden Fall auf der falschen Seite hier. Wofür gibt's Preislisten? Was hat denn der Chat hier für Vorschläge? War es aus Eifersucht, ja. Ich finde auch schön, dass er mit Doppel-M schreibt, finde ich gut. Die Eifersucht. Liebe Technik, wo ist denn Abbruch des Streams aus technischen Gründen, wenn wir es brauchen? Bevor wir es offenbaren müssen, dass wir nicht so richtig eine Idee haben. Ja, also Leute, also Punkt 1, Tatwaffe, definitiv der Colt, würde ich sagen. Da war der Typ zu überrascht, umgerumpelt und so weiter. Ja, das denke ich auch. Ne? Ja. Ja, definitiv. Da haben wir ja auch die richtige Antwort von Charlie, als wir ihn auf den Colt angesprochen haben, meinte er ja, er kennt seine Rechte und er muss sie gar nichts mehr sagen. Ja. Also ja. Das ist definitiv die Tatwaffe. Ja. Dann haben wir bei die, der hat ja die richtige oder die hilfreichste Antwort war, dass sie die Sally ihm diese Waffe vors Gesicht gehalten hat und dann wurde sie aber von hinten ausgeknipst. Also das heißt mit anderen Worten, die war es nicht. Ja, ich denke auch. Jetzt ist halt nur, also warum sollte Charlie sie töten? Das stellt sich für mich noch ein bisschen die Frage. Oder es war Damm, um seinen Bruder zu beschützen. Hm. Ja. Damm liebt die. Damm liebt die. Da bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde eher auf Charlie gehen, aber ich weiß es auch nicht. Ja, das stimmt schon, weil er halt so überrascht war, als wir ihn nach dem Colt gefragt haben. Warum sollte er Sally töten? Der Damm hat ja auch gesagt, dass er den Colt vom Dee hat. Und guck mal hier, der Dee will es sein. Der war nervös. Wurde von, also Charlie hat die als sehr nervös beschrieben oder irgendwann und er kam ja auch total übernächtigt und besoffen quasi an die Tür. Vielleicht hat der sich Sorgen gemacht über seinen Bruder und war deswegen so fertig, weil sein Bruder der Mörder war. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir müssen uns mal auf irgendwas festlegen, oder? Oder haben wir, also mit einer, du hast noch eine Aktion, glaube ich, aber die bringt uns ja gar nichts, ne? Hier, der Chat schreibt gerade, wenn Charlie von der Waffe überrascht war, nur der Mörder kann davon überrascht sein. Ja, das stimmt. Das ist schon richtig. Es fehlt mir so ein bisschen das Motiv. Ja, weil eigentlich ist ja der Charlie, hat hier zugegeben, dass er, also er hat ja gesagt hier, der die hätte was mit seiner alten Flamme, und das, aber Charlie hätte sie auf die Straße gesetzt, aber so, also, ein bisschen eifersüchtig hat auch schon gewirkt. Wir wären vielleicht so. Hä? In der Einsatzbesprechung wird Charlie Max auch als Shootingstar beschrieben, ne? Also, vielleicht, das kann natürlich sein, der Shootingstar, weil er halt hier der hiesige Mafia-Boss ist. Kann aber auch sein, Shooting ein bisschen wörtlicher genommen, weil er halt gern unsichtbar hat, ne? Also, ich glaube, hier da mit Wuschelmatze, was er gerade im Chat gesagt hat,
von Charlie wegen, dass der... Ohne Motiv finde ich gut. Nee, dass er nur der Mörder sein kann, weil er von der Waffe überrascht war. Glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht sogar war es so, dass tatsächlich der die das war, dass die den, weil er ja eben so ein bisschen hier der Shootingstar ist, dass die den ein bisschen halt... Er hat Scheiße gebaut. Das wollen sie nicht, dass der, dass das jetzt rauskommt. Und der Dingsbums, wie heißt der? Charlie Max, der wusste davon halt und wusste halt auch, dass das die Tatwaffe ist. Der hat vielleicht dem Dee gesagt, er soll die Tatwaffe seinem Bruder geben, dass der die irgendwie halt wegschafft. Doof, dass wir sie jetzt gefunden haben. Und dass die sich irgendwie vielleicht geht, dass der Charlie den Dee irgendwie deckt und der diese umgebracht hat. Aber der sind ja auch Zwillingsbrüder. Es kann ja auch sein, dass die verwechselt haben. Aber wer da vor dem gestanden hat. Aber es hat die ja selbst gesagt, dass er vor ihr stand. War das die verifizierte richtige Aussage? Ja. Doof. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht war, weil dann haben wir verifiziert, dass sie ihm ins Gesicht schießen wollte oder ihm die Waffe vorgehalten hat. Aber andererseits, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, was die... er hat ihm sowas gesagt, wie sie hat mit ihrer Kinderknarre vor seinem Gesicht rumgefuchtelt. Und sie hätte wohl auf ihn geschossen, wenn sie nicht ausgeknipst worden wäre. Ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, dass sie von hinten ausgeknipst. Aber, ach nee, Moment mal, sie wurde ja. Sorry, das wissen wir. Eingangs, ja, das ist. Sie hat blaue Bohnen im Rücken. Wie gesagt, entweder ein Bauer oder von hinten erschossen. Ja, ach, das war eine gute Theorie. Naja. Also, er hat schon ein paar gute Theorien. Ich finde, das waren alles schon Siegtheorien. Valide Option. Wir sind ja drei Leute. Wie wäre es, wir haben zwei Möglichkeiten, Charlie oder Dam. Wenn sich jeder von uns auf einen festlegen, haben wir auch eine Person quasi mit zwei Stimmen und eine nur mit einer Stimme. Und das ist dann diejenige. Dann sind wir für ewig, weil der ganze Chat, wer von uns richtig mehr falsch war. Also gut, Leute, komm, wir stimmen ab. Also definitiv, kalt, die Waffe war der Colt. Motiv war, auf was einigen wir uns da? Drogensucht? Ich würde sagen, wir einigen uns erst auf den Täter. Gut, dann einigen wir uns erst auf den Täter. Charlie. Auch wenn ich es nicht wirklich glaube. Gut, weiß. Dann... Ja, wir nehmen ja eh Charlie, von daher brauche ich mich gar nicht äußern. Und Motiv, Drogensucht. Das sind die drei Punkte. Wir rennen mit einem grinsenden Gesicht ins Messer. So. Was? Wir haben ihn gefunden. Es war Charlie. Und er hat einen Colt benutzt. Und ich hole mal Drogensucht. Ich hole schon mal die Verkehrskellen raus. Oh Gott. Ja, also ihr habt euch geeinigt. Ihr nehmt als Tatwaffe den Colt. Ja. Und Charlie und als Motiv Drogensucht. Mhm. Ja, da habt ihr natürlich hier nochmal, bevor wir uns die Auflösung anhören, in der Einleitung, also das jetzt eingeloggt. Zwei Typen wurden gesehen, wie sie vom Pier weggerannt sind. Einer passt auf die Beschreibung von Dee, der andere auf Damm. Naja, wir hören mal in die Auflösung rein und schauen mal, was passiert ist. Ah, Charlie war überhaupt nicht vor Ort, Idiot. Epilog. Sally Food liebte den Stoff. Komplett abhängig. Wenn die Kröten nicht für den nächsten Schuss reichten, sah sie völlig schwarz. Sie brauchte es einfach und tat alles dafür. Also steckte sie ihre kleine Derringer ein und ab zum Bootssteg. Sie hasste es, Stoff von Charlie Max Leuten zu kaufen und erst recht sie zu beklauen, aber sie wusste nicht, wo sie zu der Zeit sonst noch was herbekommen könnte. Als sie auf der Mitte des Horseshoe Piers ankam, stand da Dee mit dem Rücken zu ihr. Sie stieß ihm die Pistole in die Seite. »Gib mir, was du hast, oder du hast den Mond da oben zum letzten Mal gesehen.« »Ich hab nur ein paar lausige Kröten dabei, Lady. Mach keinen Fehler. Weißt du nicht, wer ich bin?« Dee drehte sich langsam um. Sie wich ein Stück zurück. »Ich brauch was, verdammte Scheiße!« Das waren ihre letzten Worte. Charlie Max, der mit Nachschub für Dee gekommen war, verpasste ihr mit seinem Colt M1911 zwei Kugeln in den Rücken. Dass sein Boss Jack Dragner Wind davon kriegte, dass irgendwelche Junkie-Mädels seine Jungs ausnahmen, konnte er nun wirklich nicht brauchen. »Wo ist Dam, zum Teufel?« fragte Charlie, als er über Sallys Leiche stieg, wobei er darauf achtete, dass seine italienischen Maßschuhe kein Blut abkriegten. »Hier ist Dam«,
sagte Damm, der mit senfverschmiertem Gesicht auf sie zuschlurfte. Hotdog! Genau, er hat sich einen Hotdog geholt, erklärte die. Du bist hier weg, um die... Ah, schon klar, was sonst? Charlie trat an den Rand des Steges und wischte mit einem Taschentuch seinen Colt ab. Was für ein Kindergarten, murmelte er zu sich selbst. Damm und Dee standen unsicher rum. Muss ich hier jetzt alles selber machen oder was? Schaff das Blag hier weg! Jetzt! Damm griff sofort nach Sallys Füßen und kickte dabei versehentlich ihre Derringer ins Wasser. Fischfutter, 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 summte Damm vor sich hin und begann, Sally an den Rand des Bootssteges zu schleifen. Nicht ins Wasser, du Versager! Wie blöd bist du eigentlich? Auf diese Frage bekam Charlie keine Antwort. Damm schaute ihn nur ausdruckslos an. Charlie wandte sich an Dee. Ich komme jetzt schon zu spät zu einem Rendezvous bei Brandas, also entsorg den Kadaver hier, bevor die Cops auftauchen. Und die hier auch! Er drückte Dee den Colt in die Hand. Und sorg dafür, dass der Schwachkopf nicht wieder alles vermasselt, Dee. Kapische? Charlie war verschwunden, bevor Dee ihm eine Antwort geben konnte. Hübsche Bang Bang, meinte Damm mit Blick auf den Colt in Dees Hand. Ja, ja, und jetzt ab mit ihr in den Wagen, raunte Dee und griff nach Sallys Armen. Damm war allerdings deutlich abgelenkt. Hübsche Bang Bang, wiederholte er. Hör auf mit deinen verdammten Bang Bangs, Damm. Okay, pass auf. Ich lass dich die Bang Bang halten und du hilfst mir mit der hübschen Leiche, ja? Dee übergab den Colt an Damm. Der strahlte wie ein Kind an Weihnachten. Los, du die Füße und dann nichts wie weg hier. Damm steckte den Colt ein und packte Sallys Beine, als sie Polizeisirenen hörten, nur ein paar Blocks entfernt. Sofort ließen sie die Leiche fallen und verschwanden in der Nacht. Der Pazifik brauchte keine Stunde, um Sallys Derringer an den Strand zu spülen. Es war tatsächlich der Charlie. Mit der Tatwaffe und das Motiv stimmte ebenfalls. Es ging hier um Drogen. Unser Ermittlerteam hat also die Aufgabe korrekt gelöst und den ersten Fall hier erfolgreich gelöst. Das wird hoffentlich eine Beförderung mit sich bringen. Und der zweite Fall wartet bereits. Es wird jetzt nach und nach immer komplexer. Der erste Fall war ja noch relativ einfach, auch wenn unsere Ermittler da etwas Probleme hatten. Der zweite und dritte sind von dem Anspruch her ein kleines bisschen komplexer und dann geht es hinten raus, wird es etwas anspruchsvoller. Wenn ihr im kompetitiven Modus spielt, dann hättet ihr noch die Möglichkeit, dass ihr Bestechungsgeld habt. Das ist jetzt ein Element, was ihr heute nicht gesehen habt. Dieses Bestechungsgeld könnt ihr einsetzen, um andere Spieler zu belauschen, während die Ermittlungen führen. Und auch die Ergebnisse von den Tatortdurchsuchungen und Personendurchsuchungen werden nicht für jede Person offen aufgedeckt, sondern der Detective, der was findet, der darf es natürlich auch behalten. Aber wenn man dann das nötige Kleingeld hat, dann kann man auch die anderen Detectives gegebenenfalls davon überzeugen, dass sie einen auch mal in die Akten reinblicken lassen. Also sehr schön, dass man das Spiel in sehr vielen verschiedenen Ansätzen spielen kann und sich jede Gruppe raussuchen kann, wie sie das Spiel am liebsten erleben möchten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das ist das Ende vom diesjährigen Community Day. Ganz viele neue Informationen für euch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine ruhige Nacht und wir freuen uns, euch demnächst wiederzusehen. Ciao! Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de